Okay, prima. Dann würde ich vorschlagen, dass wir so langsam mal anfangen. Ich bedanke mich erstmal an alle, die heute gekommen sind, ganz besonders natürlich an Sie, Herr Müller. Wir freuen uns, dass das klappt, dass wir heute mit Ihnen hier über Ihre Politik und die Politik Ihrer Partei sprechen können, die uns erwartet, wenn Sie nach der Wahl in den Bundestag einziehen. Wir sagen natürlich auch großes Dankeschön an den CDK, den Club der Kulturen hier, wo wir heute zu Gast sein dürfen und diese Veranstaltungen abhalten dürfen. Und dann noch kurz zwei, drei Sätze zu dem, was euch heute so erwartet. Ich würde gerne einfach Platz nehmen. Wir haben zum Beginn erstmal drei allgemeine, grundlegende Fragen vorbereitet, die alle PolitikerInnen von allen Parteien gestellt kriegen, die ja an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Danach werden wir beide Sie heute noch ein bisschen mit weiteren Fragen, die wir vorbereitet haben, löchern. Und zuletzt wollen wir das nochmal öffnen für die ganze Runde, für die ganze Gruppe, dass auch alle, die hier noch Fragen haben im Publikum, dass sie die auch nochmal stellen können. Und das Ganze soll so grob eine Stunde dauern in etwa. Genau. Wie ihr sicher schon mitgekriegt habt, wird hier Bild und Ton mitgeschnitten. Falls es da im Publikum Bedenken oder Probleme gibt, falls irgendwer nicht auf den Aufnahmen erscheinen möchte, dann meldet euch bitte, dass wir das beobachten können. Das scheint nicht der Fall zu sein. Super, vielen Dank. Genau. Und dann würde ich sagen, lasst uns gerne direkt einsteigen. Können wir, wenn es kein Problem ist, per Du reden? Geht das? Wir haben ja auch viel Klar, einfacher für ja, alle. klar, natürlich. Gut. Gerne. Das passt dann hier zur Stimmung. Ja, deswegen. Ja, prima. Dann würde ich dir jetzt direkt erstmal die Möglichkeit geben, dich einmal kurz vorzustellen, dass wir wissen, wer hier eigentlich sitzt und mit uns redet. Ja, vielen Dank. Also, mein Name ist Detlef Müller. Ich bin 1964 in Karl-Marx-Stadt geboren, vom Beruf Lokomotivführer. Aber also zu DDR-Zeiten war der Reichsbahn Lokomotivführer direkt gelernt. Habe mich dann weiterqualifiziert zum Ausbildungslokführer, das ist eine Art Fahrlehrer. Habe also andere Lokführer ausgebildet, war dann Lehrlokführer, das heißt, ich habe die Ausbilder ausgebildet, habe Kontrollen gemacht, technische Kontrollen, sowas wie TÜV an Lokomotiven und Fahrzeugen. Bin dann 2002 zur Erzgebirgsbahn gewechselt, habe die Erzgebirgsbahn mit in Chemnitz aufgebaut und bin auch jetzt noch bei der Erzgebirgsbahn mehr oder weniger beschäftigt, also beurlaubt für meine Zeit im Bundestag. Bin seit 1990 Mitglied der SPD, seit 1994 hier im Chemnitzer Stadtrat und dort seit 1999 Fraktionsvorsitzender. Bin 2005 schon mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden, direkt. Damals habe ich also Chemnitz direkt gewonnen. Bin dann auch 2009 direkt wieder rausgeflogen aus dem Bundestag, also auch schon mal durch. Und bin jetzt wieder im Bundestag seit 2014. Habe ursprünglich mal Umweltpolitik gemacht im Umweltausschuss, also von 2005 bis 2009. Damals war das große Thema Mobilfunkstrahlung, war ein Riesenthema, also Elektrosmog, Mobilfunkstrahlung, das war so mein Punkt. Dann war ich im Europaausschuss, habe die ja, Tourismus und Verkehr in Europa gemacht und war Länder zuständig für Großbritannien. War eine ganz tolle Geschichte, weil da gerade der Brexit losging, das war also auch sehr anstrengend. War dann im Wirtschaftsausschuss und bin jetzt endlich im Verkehrsausschuss, wo ich ja meine Inspiration, meine Performance erzähle, dass ich Verkehrspolitik mache. Und mache im Verkehrsausschuss des Bundestages hauptsächlich Bahnpolitik und ÖPNV. Das sind also meine Punkte dazu, noch ein bisschen Tourismus und Lärmschutz, das gehört auch mit dazu, aber hauptsächlich Bahn und ÖPNV. Das sind meine Punkte im Bundestag. Ja, und privat bin ich verheiratet, habe vier Kinder, wohne in Klaffenbach, habe einen Hund, also einen Großpudel, die Leonore, und ein Aquarium. So, das ist so der Überblick über mich. Super. Dann danke dafür schon mal für das Intro. Dann erstmal kurz noch eine Frage in die Runde. Ist das für alle gut zu verstehen oder müssen wir noch ein bisschen lauter reden? Immer. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, stellen wir bei uns noch ganz kurz vor, damit das auch nochmal gesagt wurde. Ich bin der Mika von den Students for Future hier aus Chemnitz und mache hier gerade meinen Master in regenerativer Energietechnik. Genau, ich bin Lukas, auch von Students for Future. Und ich studiere gerade im Bachelor Medical Engineering, auch hier in Chemnitz. Genau, dann würde ich sagen, legen wir mal los eben mit den von Rika angesprochenen quasi Grundfragen, die wir allen Kandidatinnen stellen. Und das ist, die erste Frage ist, wie möchte deine Partei das 1,5-Grad-Ziel erfüllen? Wir haben das im Programm niedergeschrieben, dass das 1,5-Ziel von Paris gilt. Wir müssen klimaneutral werden bis spätestens 2050. Ich glaube, nach dem heute veröffentlichten IPCC-Bericht noch eher.
Das wird alles noch dringlicher. Die Zahlen sind noch erschreckender, wenn man sich den Bericht von heute mal durchliest oder wenigstens Nachrichten mal hört, um was es da geht, dass es sogar schwierig sein wird, das 1,5 Grad Ziel überhaupt noch zu schaffen. Ist aber noch ist es zu schaffen, dafür hat man vielleicht noch 10 Jahre Zeit. Wir müssen das schaffen, zumindest im Programm steht es bei uns drin, bis 2040 100% erneuerbare Energien. Wir müssen komplett auf Erneuerbare umstellen, das heißt aus den Fossilen generell raus bis 2040. Das ist übrigens auch mit Gas inbegriffen, also dann ist auch der Abschied vom Gas ist mit dran. Wir haben jetzt Gas zum Großteil noch Einsatz als Brückentechnologie, wir haben uns bestimmt noch darüber unterhalten oder streiten, aber auch Gas, aus dem fossilen Gas müssen wir raus bis spätestens 2040. Wir dürfen ab 2045 maximal so viel CO2 emittieren, wie in den Senken gebunden werden kann. Also in Mooren, in Wäldern, die praktisch noch gebunden werden kann, bevor es in die Atmosphäre geht. Das ist Klimaneutralität. Also das, was wir emittieren, darf nicht mehr sein, als wir wirklich in den Senken noch halten können. Das ist das Ziel, um 1,5 Grad zu erreichen. Okay. Genau, dann Frage Nummer 2. Woran wollt ihr dann messen, dass die Politik, die ihr macht, auch eben konform ist mit dem 1,5 Grad Ziel? Das war von den drei Fragen die schwierigste. Weil es nützt ja nichts, wenn man sozusagen sich Ziele setzt und die vielleicht in der Öffentlichkeitsarbeit und nach außen hin dann sozusagen auch propagiert, dass man das erreicht, indem ich zum Beispiel Elektromobilität einführe, indem ich Bahnstrecken elektrifiziere, indem ich Kraftwerke umrüste, indem ich aus der Kohle aussteige und dann auch ins Gas eingehe. Das ist zum Beispiel keine abrechenbare 1,5 Geschichte. Also wenn ich Kohle substituiere durch Gas, ist es nicht klimaneutral, sondern ich muss es substituieren durch Erneuerbare. Definitiv, also durch Biogas beispielsweise oder eben durch andere Kraftstoffe, durch Biokraftstoffe, durch grünen Wasserstoff. Es muss echt klimaneutral sein. Wenn ich zum Beispiel Elektromobilität einführe und Fahrzeuge lade, dann muss der Ladestrom aus Erneuerbaren kommen. Das muss nachweisbar sein. Wir haben uns in Berlin oft rumgestritten, auch mit Andreas Scheuer, dass die Ziele, die Bundesregierung hat in Bezug auf Elektromobilität, gut sind, klar, aber die müssen ehrlich sein. Das heißt, es nützt ja nichts, wenn ich die Elektrofahrzeuge dann in den Städten lade mit Kohlestrom aus Polen oder Atomstrom aus Tschechien, sondern es geht nur mit Erneuerbaren. Nur dann ist es wirklich grün. Und das sozusagen abbrechenbar zu machen, ist schwierig. Wir sind da in der Stadt Chemnitz ein Stück weiter. Wir haben hier einen Klimafolgenabschätzungsbeschluss gemacht im Chemnitzer Stadtrat. Das heißt, jeder Beschluss, jeder Baubeschluss, jeder Verkehrsbaubeschluss wird auf Klimaneutralität oder Klimafolgen abgeprüft. Muss abgeprüft werden, sodass man dort auch nachweisbar hat und abrechenbar hat, ob dieser Beschluss, das Haus zu bauen, die Straße zu machen, die Kita zu sanieren, ob das auf das 1,5 Grad Ziel passt. Und da sind wir also in der Stadt weiter. Das muss im Bund auch passieren. Also es muss im Bund auch abrechenbar sein. Das heißt, weg von den, ja, sagen wir, von diesen Einzelzielen, von den Phrasen, die es da gibt. Das wird jetzt wahrscheinlich richtig losgehen nach dem IPCC-Bericht heute, dass man jetzt die nächsten 14 Jahre ganz viele Ziele sich setzt. Wir brauchen aber einen Gesamtplan für die nächsten Jahre. Wie wir da hinkommen zu einem 1,5 Grad, wie wir das erreichen und mit welchen konkreten Maßnahmen die dann auch abrechenbar sein müssen. Dazu hätte ich direkt eine Kurzrückfrage. Wäre da ein CO2-Budget, also dass wir quasi sagen, wir haben noch eine Restmenge an CO2, die wir als Land ausstoßen dürfen, wäre das da nicht der richtige Weg? Ich glaube, das haben wir ja. Wir haben ja das CO2-Restbudget, das ist ja zumindest benannt. Von der Tonnage her. Wir wissen ja, wo wir hin müssen, um das 1,5 Grad Ziel zu machen. Und das neue Klimaschutzgesetz, warum wir das gemacht haben, wisst ihr. Da gab es ja einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, das zu tun, das alte Klimaschutzgesetz sozusagen anzupassen auf die Realität. Und das neue, was wir im Frühjahr diesen Jahres beschlossen haben, geht ja von dem Gesamtbudget, was es noch gibt im CO2 aus. Man hat dieses Gesamtbudget runtergerechnet auf einzelne Sektoren. Und das finde ich zum Beispiel gut. Da gibt es eine andere Meinung dazu, es gibt das Gesamtbudget. Wir machen das mit Sektoren, also was ist im Gebäude, was ist in der Wirtschaft, was ist im Verkehr. Und da kann man ja sagen, wir haben im Verkehr haben unser CO2-Budget gesenkt, das Ziel haben wir erreicht, im Gebäudesektor beispielsweise nicht. Warum wir das geschafft haben im Verkehr ist auch klar in dem Corona-Jahr, das ist klar, das ist ein Stück weit Augenwischerei. Aber von den Zahlen her hat es gepasst. Ich würde da kurz noch erwidern, dass das aber nicht das CO2-Budget ist, was der IPCC schon vor einigen Jahren für das 1,5-Grad-Ziel errechnet hat, sondern mehr oder weniger willkürlich gesetzte Limits für die einzelnen Sektoren der Bundesregierung, die deutlich über dem liegen, was der IPCC damals schon gesagt hat. Und wer weiß, wie die Zahlen jetzt nach heute aussehen. Aber ich würde sagen, lass uns einfach mit den anderen Fragen weitermachen. Genau, das ist die dritte von diesen Grundfragen. Wenn du in den Bundestag kommst, was ist für dich persönlich das wichtigste Thema in den nächsten 4 Jahren in deiner Legislatur? Zwei Punkte. Einmal das Thema Anbindung der Stadtkenntnis an den Fernverkehr der Bahn. Wer auch immer das dann fährt, das ist mir völlig egal, ob das Züge der Deutschen Bahn AG sind oder von privaten Betreibern.
Wir werden es ja im nächsten Jahr schaffen. Ab 22. 23. Juni haben wir wieder Fernverkehr in Chemnitz. Dann haben wir 2 Züge, die nach Berlin fahren. Das muss mehr werden in den nächsten Jahren. Das wird auch mehr in den nächsten Jahren. Und die ganzen Beschlüsse, die wir gemacht haben zum Ausbau Elektrobezirk Chemnitz-Leipzig, das weiter zu begleiten, kann ich euch sagen, dass es im Monat mindestens 2 Runden gibt, sowohl mit der Bahn als auch mit dem Wirtschafts- und Verkehrsministerium, um da dran zu bleiben, weil das immer mal stockt und dann geht es nicht weiter und dann muss Sachsen bezahlen. Das ist eine schwierige Geschichte. Dran zu bleiben, das zu begleiten, nach vorne zu bringen, dass der Baubeginn irgendwann mal stattfindet. Wir sind jetzt gerade in der Planungsphase. Das ist der erste Punkt. Das ist das wichtigste Thema für mich persönlich und auch für die Stadt. Und der zweite Punkt ist, Chemnitz ist europäische Kulturhauptstadt 2025. Und den Weg bis dahin zu begleiten, also auch mit dem Bund, mit der Bundesunterstützung, mit Bundeshilfe, aber auch zum Beispiel mit dem Einbinden von europäischen Kulturen, die vielleicht in Berlin vertreten sind, die man dann aber mal nach Chemnitz also das vernetzen. Das ist so eine Aufgabe, die ich gerne machen würde. Ja, dann sind wir soweit mit den Fragen durch, die alle gestellt gekriegt haben. Dann würden wir jetzt gerne erstmal ein bisschen persönlicher werden. Und kann ich vielleicht nochmal anders formulieren. Dann müssten wir gerne. Jetzt geht das Löschen los. Haben wir noch die Handtücher, von denen wir vorhin gesprochen haben? Die kommen erst nach 20 Minuten. Ja. Okay, wir wollten wissen, wie Sie denn persönlich zu dem Wahlprogramm Ihrer Partei stehen. Stehen Sie da hinter allen Zielen, die da drin sind? Denken Sie an manchen Stellen, da müsste es ein bisschen weitergehen? Oder geht es Ihnen an manchen Stellen zu weit? Nö, also bin ich einverstanden, habe ja auch mit abgestimmt. Im Vorfeld war ich mit beteiligt beim Wahlprogramm. Ich habe den Teil Mobilität mit bearbeitet, also war da mit einbezogen. Das Wahlprogramm heißt ja, ist beschlossen worden auf dem Parteitag und bin da natürlich einverstanden mit den Zielen. Und ich identifiziere mich da auch mit dem Programm. Es gibt bestimmt Punkte, einzelne Punkte, die gibt es aber glaube ich in jeder Partei, dass man da nicht unbedingt immer Feuer und Flamme ist dabei, aber es ist ja ein Gesamtprozess. Und es ist auch ein Gesamtprozess, ein Wahlprogramm wird ja nicht von 3 Leuten geschrieben und dann wird es hingelegt, friss oder stör, sondern wir hatten ja einen ziemlich großen Beteiligungsprozess innerhalb der Partei, aber auch mit Fachleuten, mit den ganzen Verbänden, die da zugearbeitet haben. Und ich finde, so wie wir es gemacht haben, war es gut und deswegen stehe ich auch dazu. Ja. Alles andere wäre auch komisch. Natürlich, aber wir wollten es trotzdem mal abfragen. Ja, gut. Aber Sie haben auch schon angesprochen, dass es hier und da vielleicht so ein paar kleine Reibereien oder Abweichungen gibt. Welche wären das bei Ihnen oder ist das nicht nennenswert? Also fällt mir zumindest jetzt nichts ein, wo ich sage, da habe ich ein Problem damit. Ich finde nicht jede Themensetzung, die SPD in der Öffentlichkeit macht, immer so glücklich. Zurzeit funktioniert es, aber es ist nicht immer so. Aber damit muss ich halt auch leben und damit kann ich auch leben. Aber ansonsten, wie gesagt, im Großen und Ganzen fällt dir da was ein? Nö, haben wir eigentlich keine. Nee, wie gesagt, wäre auch schwierig, aber ist alles gut. Okay. Genau, da wir ja gerade schon auch ein bisschen als Hauptthema Mobilität gesprochen haben, wollen wir da jetzt vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil wir haben uns auch das Zukunftsprogramm mal angeschaut. Und sind da so ein paar Sachen gekommen. Also zum einen hieß es da so, dass man möchte bis 2030 das modernste Mobilitätssystem Europas haben. Und wir haben uns gefragt, wie soll das aussehen, wie kann man das erreichen? Genau. Da steht ja auch eine Mobilitätsgarantie drin, beispielsweise. Ja. Das ist als Sicht in das Großstädte immer leicht gesagt. Genau. Das geht ja hauptsächlich um das Thema ländlicher Raum. Da ist der ÖPNV derzeit beschränkt auf den Schulbus früh und den Schulbus am Nachmittag. Mobilität wird sich ja verändern. Also nicht bloß, dass sozusagen Fahrzeuge andere Antriebe bekommen, sondern wir brauchen einen stark ausgebauten ÖPNV. Und zwar nicht bloß in der Stadt, sondern vor allem auf dem Land. Und da bietet jetzt das neue Personenbeförderungsgesetz, was ich ja machen durfte, was wir geschrieben haben, was ich gemacht habe, ganz andere Möglichkeiten, indem wir sozusagen mit kleineren Fahrzeugen, die anders vernetzt werden, über App-basierte Systeme, wo man sich Fahrzeuge sozusagen bestellen kann, die aber trotzdem zum ÖPNV-Tarif fahren, also nicht zum Taxipreis, sondern zum ÖPNV-Tarif, die vielleicht auch über das Shared-System fahren, also wo man sich Plätze teilen muss, wo vielleicht das Fahrzeug nicht von A nach B, sondern erstmal noch einen Umweg über C und D macht, um noch 2 andere Leute mitzunehmen, auch so dass eben man dort auf dem Land sozusagen in die Stadt kommt, zum Arzt kommt, in die Kirche kommt, je nachdem, das würde man hinkriegen. Also die rechtlichen Grundlagen haben wir dazu gerade gemacht. Man kann zum Beispiel auch den Taxiverkehr einbinden in den ÖPNV. Da würden sich auch typische Taxifahrer freuen. Das ist jetzt auch kein Chemnitz-Thema, aber ein Thema auf dem ländlichen Raum. Das wird das Thema, ja, ich sag mal, diese webbasierten Systeme, wo man also Fahrzeuge buchen kann, zusammen buchen kann, wo man mit kleineren Fahrzeugen buchen kann, wo man auch welche Sachen verbinden kann, das wird eine große Rolle spielen. ÖPNV, hatte ich ja gesagt, muss ausgebaut werden. Und dann wird es auch wieder ein Chemnitzer-Thema inzwischen schon. Wir müssen also viel länger fahren im normalen Tagestakt. Da kann ich
18:30, 19 Uhr aufhören, dann geht man den Nachttakt über. Es wird aber alles viel Geld kosten, das gehört halt dazu, also man muss darüber reden. Wir kriegen aber die Verkehrswende. Verkehrswende ist ein Riesenteil der Klimawende, wenn wir das hinkriegen wollen. Es wird nur dann funktionieren, wenn wir da auch richtig Geld investieren in ÖPNV. Das heißt, auch so ein Unternehmen wie die CVAG in Chemnitz, die würde ja gerne mehr fahren und längere Takte und ganz andere Linien und mehr Linien fahren. Es braucht aber auch Fahrzeuge dazu und es braucht auch Personal dazu und das kostet alles Geld. Und das wird alleine die Stadt Chemnitz oder die einzelnen Regionen schaffen. Das heißt, wir brauchen eine andere Finanzierung im ÖPNV. Und da will ich gerne dabei sein und kämpfen. Es muss einen höheren Stellenwert bekommen. Also es muss einen ganz anderen Bundesanteil von ÖPNV geben wie jetzt. Da musste aber eigentlich schon ans Grundgesetz ran, weil ÖPNV ist Ländersache und Kommunensache. Es muss aber ein Teil Bundesaufgabe sein, bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, da kann ich zustimmen. Ja, weil wir wegkommen müssen von den Sonntagsreden. Ja, also man sagen, ÖPNV muss ausgebaut werden, da muss besser genutzt werden, da muss attraktiv sein. Attraktiv, barrierefrei, längere, kürzere Takte, längere Abendzeiten, bis man in die Nacht reinfährt. Das ist kein großer Taktunterschied zwischen Tag und Nacht, das kostet alles ein Heidengeld. Und das kann die Stadt Chemnitz nicht bezahlen. Und dann ist es eine Bundesaufgabe. Wenn wir das gemeinsam schaffen wollen, egal ob in Neustrelitz, in Chemnitz oder in Garmisch-Partenkirchen, wird es eine Bundesaufgabe sein müssen und da werden wir Geld dafür einsetzen müssen. Und das kann ja auch zur CO2-Bepreisung beispielsweise kommen. Ja, ich glaube, das trifft hier in der Runde auf viel Zustimmung. Auch wir denken natürlich, dass der ÖPNV ein großer Teil sein wird. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Geld eingehen, was Sie eben besprochen haben. Was mich persönlich zum Beispiel nämlich immer stört, ist die Frage, was kostet denn so ein Ticket? Im Moment habe ich natürlich den Luxus, ich habe hier mein Studieticket, kann damit umsonst nach Leipzig und zurückfahren. Aber wenn ich irgendwann nicht mehr studieren werde, muss ich für die Bahnkarte einmal hin und zurück, zahle ich 33 Euro. Mit dem Auto sind es nur 15. Wenn ich dann noch meine drei Freunde mitnehmen möchte, zahlen wir auf einmal 130 Euro für die Bahnfahrt und mit dem Auto sind es immer noch die 15 Euro für den Sprit. Wie schaffen wir das in Zukunft, dass die Bahn auch finanziell attraktiver wird als das Auto? Zunächst mal musst du dich da ehrlich machen bei deinen 15 Euro fürs Auto, weil es nicht bloß Sprit ist. Da musst du Abschreibung einrechnen, da musst du Werkstatt einrechnen, Versicherung und Steuer. Da bist du locker dann bei 20, 22, 23 Euro, wenn du ehrlich bist. Und auch nicht bloß den Sprit rechnen. Zweites Problem ist, dass die Bahn im Gegensatz zu dir, also noch im Gegensatz zu dir ja auch Trassennutzungsgebühren, Maut, zahlen muss. Also wenn ein Zug auf einer Schiene fährt, zahlt das Unternehmen, was oben drauf auf der Schiene fährt, an die Schiene Geld. Trassenpreise nennt sich das. Wir haben in Deutschland das System der Vollkostenfinanzierung im Trassenpreis. Das heißt, alles das, was das Netz ausmacht, das DB-Netz, Schiene, Instandhaltung, Stellwerke, wird 1:1 umgelegt auf den Kilometer und das muss das Unternehmen bezahlen, damit also 1:1 die Leistung bezahlt wird. Und das ist zu teuer. Das ist einfach zu teuer. Wir haben einen Ansatz gemacht und das ist ein Vorschlag, den wir bringen werden in der neuen Koalition, wenn es so weit kommen wird. Wir haben das in der letzten Bundestags- oder aktuellen Bundestagswahlperiode nicht umgesetzt gekriegt, da hat die CDU gemauert. Aber mein Vorschlag war, wegzukommen von den Vollkosten, die es jetzt ist, hin zu Grenzkosten. Das heißt, es gibt eine Obergrenze, was Unternehmen zahlen müssen an Trassennutzungsgebühren. Und damit würdest du automatisch das Ticket, dann die Fahrkarte billiger machen, weil dann nicht mehr die Unternehmen so viel Trassennutzungsgebühr zahlen müssen. Die werden das auch in linke Tasche, rechte Tasche. Wenn irgendein Zug der DB fährt, zahlt das DB-Unternehmen das Geld an die DB. Okay. Hier nach Leipzig ist es die MRB, die zahlt das nur. Und deswegen sind die Preise so hoch. Du musst dort weg von dieser Vollkostenabrechnung. Du musst hin zu Grenzkosten, damit auch das Bahnsystem an sich preiswerter wird. Das ist der Punkt. Das ist erreichbar, das ist schaffbar. Genau. Oder noch dazu, du zahlst ja keine Maut. Das heißt, wenn du mit dem Auto nach Leipzig fährst und fährst da das Stück A72, die ja noch nicht ganz fertig ist, du zahlst ja für die Trasse nichts. Nichts. Du fährst auf der Straße kostenlos. Genau wie der Bus. Wenn du mit dem Zug fährst, der zahlt Nutzungsgebühren für die Infrastruktur. Und das ist der große Unterschied. Also ein Weg wird vielleicht auch sein, irgendwann, dass es Trassennutzungsgebühren gibt für Straßen, wäre ein Weg. Ist ja schon mal angefangen worden mit der Maut, wie man das machen kann und so. Natürlich völlig falsch angefangen, aber es ist auch ein Weg sozusagen, ehrlich zu werden in der Bepreisung. Was wir auch noch gefunden haben, ist, dass es soll das Verkehrsrecht geändert werden, um den Kommunen dabei zu helfen, die Stadt attraktiver für RadfahrerInnen, für den ÖPNV zu machen, wo wir uns auch ein bisschen gefragt haben, wie kann man sich das vorstellen, oder wie soll das geänderte Verkehrsrecht dann aussehen? Ist relativ einfach gesagt, ihr habt das vielleicht gelesen, dass Leipzig das gehen wird im Weg als Modellstadt. Es muss den Städten möglich sein, größere Straßen, auch Hauptstraßen als Tempo 30 Straßen auszuweisen. Das ist ein Punkt.
Das geht derzeit nicht. Also wer jemals sich darum gekümmert hat und wollte mal auf irgendeiner Straße eine Tempo-30-Zone machen, das ist ziemlich kompliziert in Deutschland mit dem Verkehrsrecht. Das geht zum Beispiel auf durchgehenden Hauptstraßen nicht. Das geht nicht auf Straßen, wo ÖPNV eigentlich fährt, nur mit einer Sondergenehmigung. Man macht dann 30er Zonen in Wohngebieten, das geht. Es muss auch möglich sein, dass Innenstädte beispielsweise auf Tempo 30 gemacht werden. Das muss gehen. Das lässt aber jetzt derzeit das Verkehrsrecht noch nicht zu. Und wir wollen eigentlich erreichen, und das steht, glaube ich, eher im Mobilitätspapier, noch gar nicht so direkt im Wahlprogramm, dass es möglich sein muss, dass Städte, Landkreise, die das wollen, Städte auf 30 km/h runtergehen im Verkehr zur Verkehrssicherheit und auch sozusagen zur Attraktivität in der Innenstadt, die nicht vom Autoverkehr leben muss, und überorts, also außerorts, dann auf 80 km/h gehen, weg von 100 auf 80. Das sind zwei Punkte im Rahmen der Verkehrssicherheit, die wir jetzt nicht so anordnen wollen. Das muss dann so sein, ab dem 01.01.2024 ist das so. Aber in den Landkreisen, die das machen wollen, aus bestimmten Gründen, zum Beispiel Alleestraßen, wo es auch gefährlicher wird mit dem Fahren, und auf Straßen, wo es vielleicht gar keine Radwege gibt, dort muss man Geschwindigkeitsbeschränkungen machen, aus meiner Sicht. Und dazu müssen wir das Verkehrsrecht ändern, dass die Städte und die Landkreise die Möglichkeit haben dazu. Wenn wir schon bei dem Thema Geschwindigkeiten sind, Ihre Partei steht im Wahlprogramm auch zum Tempolimit 130 km/h auf Autobahnen. Wird das eins der ersten Sachen sein, die umgesetzt werden? Hoffentlich. Das ist eine klare Antwort. Also das haben wir ja, glaube ich, schon vor 10 oder 15 Jahren beschlossen. Und das Tempo 130 steht schon lange, lange im Programm. Andere Parteien gehen da weiter runter auf 120 oder 100. Ich wäre froh, wenn wir die 130 hinbekommen. Und es wird eins der, im Verkehrssektor ist es eins der Knackpunkte, denke ich mal, für Koalitionsverhandlungen. Ja. Wir wissen, mit einem Tempolimit 130 kann man auf jeden Fall auf der Autobahn schon einige Emissionen einsparen gegenüber einer Fahrt mit 180 über die Straße. Viel mehr Emissionen spart man auch ein, vielleicht dann nicht unbedingt auf der Autobahn, aber trotzdem, wenn man statt dem Auto das Fahrrad nimmt. Wie wollen Sie denn willst du denn dafür sorgen, dass die Infrastruktur oder dass mehr Menschen dazu umsteigen, das Fahrrad nehmen für ihre täglichen Wege und nicht mehr alle Strecken mit dem Auto fahren? Ja, du brauchst eine gute Fahrradinfrastruktur, das heißt also gut ausgebaute Radwege. Wir hatten letzte Woche eine Bürgerin im Büro, die mir nochmal erzählt hat, weil ich jetzt kein passender Radfahrer bin, so ehrlich darf ich ja sein, die vom Chemnitzer Radweg nochmal erzählt hat, dass er also wirklich gut ausgebaut, der wird auch gut angenommen. Da ist aber für den Radverkehr, wie er jetzt am Wochenende dort stattfindet, schon wieder zu schmal. Das ist relativ gefährlich, hat so eine ziemliche Abbruchkante rechts, so eine Asphaltkante, wo es runtergeht. Da ist vielleicht dann, der ist ja vor 10 Jahren irgendwann mal geplant worden, da war das alles noch okay. Jetzt fahren schon viel mehr Leute Rad. Das heißt, du musst beim Ausbau von Radwegen jetzt auch andere Querschnitte anbieten. Nimm also die alten Regelquerschnitte, die sind jetzt schon zu schmal, du bräuchtest breitere Radwege. Du brauchst ein System von gemeindeübergreifenden Radwegen, also Radschnellwege, Radfernwege. Wir haben ein Bundesprogramm dafür gemacht, für die Legislatur, die ist bis 2023, glaube ich, mit den 25 oder 30 Millionen, die wir da Fördermittel gegeben haben. Das muss verstetigt werden, das muss auch in den nächsten Jahren weitergehen. Wir müssen also eine gute Radinfrastruktur ausbauen, sodass es problemlos möglich ist, in allen Städten und auch in Landkreisen problemlos und sicher Fahrrad zu fahren. Ansonsten ist es natürlich eine Sache der Akzeptanz. Ne? Also Leute steigen jetzt schon freiwillig aufs Rad um, weil sie das wollen, auch weil Leute Emissionen einsparen wollen. Es gibt Städte wie Berlin oder so, da brauchst du gar kein Auto mehr. Da kannst du mit einem guten ÖPNV, mit S-Bahn, U-Bahn, Bus, eigentlich alles erreichen, das machst du halt mit dem Fahrrad. Und wenn du den berühmten Wochenendeinkauf machst, wo du deine Kiste Bier schleppen und nicht auf dem Fahrrad schleppen musst, dann musst du halt ein Auto mieten oder leihen, das geht ja auch. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo vielleicht auch Bewusstsein sich ändern muss, dass das funktioniert. Wenn du gerade schon auch von den Verkehrswegen, Radwegen gesprochen hast, wie sieht es denn aus? Es gibt ja den Bundesverkehrswegeplan, wo ja zum Beispiel auch der Ausbau des Südrings hier in Chemnitz steht, wo wir ja auch, hier ist noch das Plakat vor ein paar Wochen in der Demonstration. Stehst du denn erstmal allgemein zu dem Ausbau des Südrings und wird es mit einer neuen Regierung mit der SPD, sage ich mal, einer neuen Regierung mit der SPD, da werdet ihr den Plan überprüfen und eventuell anpassen und vielleicht sag mal, zukunftsfähiger aus unserer Sicht gestalten. Da haben wir noch einen richtigen Streitpunkt jetzt, oder? Also ich stehe zum Südverbund, ich will, dass da ausgebaut wird. Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass da im Bundesverkehrswegeplan bleibt. Ich habe ja schon mal erlebt, dass er rausgeflogen ist. Wir haben den 2008 in den Bundesverkehrswegeplan reingekriegt, den Südverbund. Also den Teil Richtung Dresdner Straße, Frankenberger Straße.
Dann ist er 2009 rausgeflogen, weil sich niemand mehr darum gekümmert hat. Und wir haben dann sozusagen angefangen, 2013, 2014 den wieder reinzukriegen. Und er steht jetzt drin. Und ich glaube, im nächsten Jahr, 2022, ist Baubeginn. Und wenn ich mir die, das ist Streitthema, weiß ich, aber wenn ich die Stadt Chemnitz, die Innenstadt Chemnitz, vom Verkehr entlasten will, muss ich Verkehr umleiten. Dann muss ich Verkehr, der aus Tschechien kommt, über die B174 irgendwie auf die A4 bringen. Und das muss nicht durch die Stadt sein, sondern das ist am besten, wenn ich das ableite über den Südverbund. Und da muss dann halt weiter ausgebaut werden von der Augustusburger bis zur Frankenberger Straße. Oder noch weiter, oder bis zur Dresdenstraße, um dann auf die A4 zu kommen. Das ist eigentlich der Plan. Deswegen ist es auch eine Bundesstraße. Und deswegen übernimmt der Bund auch 100% der Finanzierung des Ausbaus. Wir haben das schon mal angepasst. Da war ursprünglich mal komplett vierspurig geplant. Ist er nicht mehr. Da ist jetzt nur noch zweispurig geplant mit Überholstrecken. Also wie ihr es vielleicht aus dem Erzgebirge kennt, so Stolberg, Zwönitz, die Richtung, da gibt es ja auch so Umfahrungsstraßen. Die sind dann nur auf dem Berg, wenn es berghoch zu geht, zweispurig, ansonsten einspurig. Und das ist okay. Das reicht. Aber den Lkw-Verkehr, der aus Tschechien kommt, den muss ich umleiten, den muss ich aus dem Verkehr raushalten, den muss ich um die Stadt herumleiten. Da kann man sich gerne streiten, ob das richtig ist, das durch EUBA zu machen und so, und ob das nicht viel besser wäre, den Lkw-Verkehr generell auf die Bahn zu legen. Klar, ist er aber nicht und der wird nach wie vor kommen, solange wie die Preisunterschiede sind, also solange wie die Speditionen im Lkw-Bereich zur Hälfte fahren können, was die Bahn anbietet, solange werden die da sein, solange werden wir den Südverbund auch brauchen. Und deswegen stehe ich auch dazu. Wäre es dann aber nicht der richtige Weg, die Mittel, die wir bräuchten für den Ausbau des Südverbundes, direkt in die Bahn und in die Schiene zu investieren? Beides. Also wir haben es jetzt geschafft bei der Bahn. Das, was ich vorhin sagte, mit den Trassengebühren, zahlt ja auch der Güterverkehr bei der Schiene. Die Europäische Union, die Europäische Kommission in dem Fall, hat uns geholfen. Die im Rahmen der Corona-Maßnahmen, Corona-Hilfen, werden jetzt die Trassengebühren im Schienengüterverkehr um 98% gesenkt. Das heißt, die werden eigentlich erlassen. Und schwuppdiwupp, seit ungefähr 3 Monaten steigt der Schienengüterverkehr an, weil es wahnsinnig, also weil es preiswerter geworden ist. Weil die LKWs bezahlen ja Maut, LKW-Maut, die Bahn eigentlich auch, wirkt aber jetzt gerade zu 98% zu subventionieren, zahlen also fast nichts mehr an Trassen. Und deswegen steigt gerade der Schienengüterverkehr an, das ist der Weg. Und wenn wir das hinkriegen würden, was ich vorhin mal sagte, mit den Grenzkosten bei den Trassennutzungsgebühren, würde auch die Attraktivität des Schienengüterverkehrs wieder steigen. Da geht es ja nicht darum, dass die Spedition irgendwie ein grünes Gewissen haben würde, die gehen einfach noch Geld. Das, was preiswerter ist, das wird angeboten. Davon kriegen die von den Unternehmen dann auch den Auftrag, also den Auftrag, die Fuhre zu machen. Entweder der Lkw-Fahrer oder die Bahn. Und wir müssen die Bahn so attraktiv machen, auch wirtschaftlich, dass sich das lohnt, das Umsteigen. Und da müssen wir Geld investieren, das machen wir gerade. Es muss beides gehen. Dennoch stehen Sie dafür, dass in Zeiten von Klimakrise, wir haben heute den neuen IPCC-Bericht schon mal die Zeilen draus gehört, haben gehört, es muss sich so schnell wie möglich etwas ändern, um überhaupt noch eine Chance zu haben, um 1,5 Grad Ziel festzuhalten. Dennoch denken Sie, dass es aktuell nötig ist, weiterhin neue Straßen zu bauen? Sollten wir da nicht vielleicht lieber dann eben versuchen, so zu investieren und so zu handeln, dass eben gar nicht mehr überhaupt erst dieser Verkehr entsteht? Verkehr wird entstehen, Verkehr wird auch nach wie vor da sein. Die Frage ist, welche Antriebe genommen werden. Wenn ich im Güterverkehr mir das ankomme oder im Busbereich, wird das irgendwann Wasserstoffantrieb sein, bin ich mir ziemlich sicher. Also für die großen Gefäße, für schwere Fahrzeuge wird es Wasserstoffantriebe brauchen. Für die kleineren Fahrzeuge, für die Fahrzeuge, die im Privatbesitz sind, wird es eher die Elektrofahrzeuge, also mit Batterie sein, Akkufahrzeuge. Und die fahren auch auf Straßen. Also die werden auch auf Straßen fahren, nach wie vor. Und deswegen wirst du für neue Fahrzeuge, die emissionsfrei fahren, Straßen brauchen. Und selbst diese Fahrzeuge, ob das mit Wasserstoff oder Elektroantrieb sind, emittieren beispielsweise ja trotzdem Staub, Abrieb. So, und die brauche ich nicht in der Stadt. Wenn ich die aber nicht in der Stadt haben will, sondern um die Stadt herumfahren will, brauche ich den Südverbund. Dann brauche ich eine neue Straße. Ist ja jetzt nicht gesagt, dass emissionsfreie Fahrzeuge, die fahren ja trotzdem irgendwo und deswegen wird es ja Straßen brauchen. Nach wie vor. Das wird gerne vergessen. Also auch ein Wasserstofffahrzeug fährt auf der Straße. Also ist so. Ja. Möchtest du dazu gerade noch was nachfragen? Nicht direkt. Ich würde vielleicht, das hängt aber jetzt nicht mehr direkt bei der Bundespolitik zusammen, weil es gibt ja auch den Ostausbau des Südrings. Wegen was ja unsere Demonstration zum Beispiel. Nee, Westausbau des Südrings. Jo. Genau. Endet jetzt also quasi parallel zur A72 ja, geht. Nein, machen wir nicht. Ist Quatsch. Ja. Also der Ende der Nebenstraße und wir werden uns im Oktober in der Stadt ja das Verkehrsentwicklungsprogramm angucken für die nächsten Jahre und meine Meinung und die meiner Fraktion ist, hier enden an der Nevestraße. So wie er jetzt endet, endet er. Und selbst diesen kleinen Stumpf, den es jetzt gibt, wo man praktisch über die Umfahrung und Schleichwege, über die Bahnstraße runter bis zur
Zwickauer Straße kommt, das musst du dort zumachen. Das musst du abschließen, das musst du sperren, schließen. Der Verkehr findet jetzt über andere Straßen, an der Messe kann man da runterfahren. Ansonsten fährt man auf der Autobahn. Ist gut, da brauchst du keine Parallelstrecken. Das ist Quatsch, das braucht kein Mensch. Dann sind wir uns da auf jeden Fall einig. Glücklicherweise, ja. Ja, ich glaube, dann sind wir mit den Fragen, die wir uns soweit vorbereitet hatten zum Bereich Mobilität, erstmal an der Stelle soweit durch. Ich würde vielleicht an der Stelle einfach nochmal ins Publikum die Möglichkeit geben, gerade Thema Südring ist ja so ein Streitthema, vielleicht an der Stelle jetzt schon mal ein, zwei Fragen zuzulassen, bevor wir dann zum nächsten Themenblock weitergehen. Genau, gibt es da im Publikum Fragen? Ja, Martin ist so. Ich würde gleich mal fragen, wer macht denn die Trassengebühren zum Beispiel oder wo kommen? Also die jetzt, warum denn bei der Schiene zum Beispiel, wer ist denn dafür zuständig, Die Bahn meldet das an. Die Bahn sagt, weil wir ja Vollkostenprinzip haben. Die Bahn sagt, wir haben die und die Strecke ausgebaut für so und so viele Millionen. Wir haben die und die Betriebskosten durch Fahrdienstleiter, Instandhaltung und so. Und uns kostet der Kilometer von, sagen wir, von Chemnitz nach Dresden so und so viel Euro. Und das ist jetzt meine Trassengebühr, die werde ich ab nächsten Jahr von den Bahnunternehmen, die auf mir fahren wollen, verlangen. Dann kommt dieser Wunsch der DB Netz AG zur Bundesnetzagentur und die prüft das ab. Und die Bundesnetzagentur und der Eisenbahninfrastrukturbeirat bei der Bundesnetzagentur, der genehmigt das dann. Dann ist das der genehmigte Preis. So entsteht das. Also die Bahn kommt mit einem Vorschlag, wie hoch der sein müsste. Der geht nie durch. Der wird dann immer so um 15-20% nochmal gekürzt und mit dem Preis müssen wir dann arbeiten. Ach so. Also wäre sozusagen dann auch wieder eine Rekommunalisierung der Bahn, also diese ganze Privatisierung. Ja, mit dem Vorschlag, wie ich dann mache, dass wir hinkommen zu Grenzkosten und sagen, es dürfen dann halt nicht 15 Euro pro Kilometer Trassennutzungsgebühr sein, mit den Zahlen bewegen wir uns ja, sondern es dürfen höchstens 8 Euro sein. Und das Delta, was entsteht, also was die Bahn ja trotzdem braucht, das muss der Bund zuschießen, das ist klar. Aber wenn dem Bund Schienenverkehr wichtig ist, muss er da Geld investieren. Und damit sind alle Privatisierungsgeschichten vorbei. Das muss unser Unternehmen sein. Also die DB Netz, das, wo die Schiene ist, die Infrastruktur, ist Bundeseigentum. Das müssen wir ausgewogen finanzieren. Und dieser Irrweg, das hin in Richtung immer mehr Wettbewerb zu treiben und das wird schon der Markt irgendwo regulieren, macht er eben nicht. Der Markt reguliert das dann schon und schwächt die Schiene, sondern geht hin zum Lkw-Verkehr. Und das muss man drehen. Und das, da, glaube ich, waren die letzten 4 Jahre schon richtig gut, weil so viel Bahnpolitik wie die letzten 4 Jahre hat noch niemand gemacht wie wir. Ich wollte ja auch nur darauf hinaus, dass es eben ja ein großer Fehler überhaupt war. Die Bahn das, was wir jetzt machen, wir reparieren jetzt die Fehler von vor 20 Jahren. Ja, ja, das ist so. Till, möchtest du noch was? Ja, ich habe zwei Rückfragen. Erstens, also ich würde nochmal gerne zum Lieblingsthema zurückkommen. Du hast schon gesagt, es war mal vierspurig geplant, zwischen zweispurig bzw. einspurigen Überholdingern. Zeigt ja irgendwie auch, dass der Bedarf in diesem Rahmen nicht mehr gegeben ist. Und gleichzeitig ist diesen Einstiegspunkt, wir haben einen neuen Klimabericht und selbst mit dem alten Klimabericht ist es einfach so, dass wir uns nicht mehr leisten können, Geld in etwas, in 150 Millionen Euro in eine in der Regel immer noch hauptsächlich vom motorisierten Individualverkehr genutzten Strecke zu stecken und gleichzeitig irgendwie es nicht schaffen, alternative Wege zu weiter nach vorne zu bringen. Also wäre meine konkrete Frage, ich verstehe die Rechtfertigung nicht zu sagen, wir stecken 150 Millionen Euro in dieses Teilstück hinein, wo wir damit so viel anderes Geld in der Stadt, anderes in der Stadt machen könnten. Radwege, Verkehrsbrückenzonen, das könnte man alles damit etablieren. Und ich finde auch dieses Argument, dass Wasserstoffantrieb braucht auch Straßen, natürlich klar. Also es wird nicht ohne LKWs gehen, aber nach dem, was wir wollen, ist ja möglichst wenig Wasserstoff sinnvoll und möglichst alles auf Schiene, wenn es irgendwie geht. Und deshalb, ich sehe es als nicht zeitgemäß, jetzt noch so viel Geld da reinzustecken. Und das ist ja auch nur ein Symbol für andere Verkehrsprojekte in ganz Deutschland. Und die zweite Rückfrage wäre dann noch zum Verkehrsentwicklungsplan. Da würde ich mir wünschen, wenn dieser Mitsprache, das ist ja angelegt als Beteiligungsprojekt, wir fanden, das war so ein bisschen verklausuliert, wo man da so nicht mitmacht, dass man da wirklich nochmal guckt, okay, wie nehmen wir Leute mit, wie nehmen wir Gruppen mit, sich damit engagieren. Da wäre meine Bitte, dass man guckt, dass man da nochmal irgendwie zusammenführt. Ja, beim zweiten gebe ich ja recht. Also Martin Beteiligungsprozess ist im ziemlich breiten eigentlich zum Verkehrsentwicklungsplan gemacht oder ob da immer echt war und ob da wirklich alle einbezogen wurden, auch inhaltlich, das weiß ich gar nicht so genau.
Also ich war bei einigen Runden dabei, das war aber jetzt mehr vor Verkehrsexperten in Stadträte. Wie breit das denn eigentlich ging, ob das jetzt eigentlich wieder bloß über einen Agenda-Beirat, keine Ahnung. Also wie breit die Einbeziehung war, das wird man dann im Oktober vielleicht erfahren, wenn der Verkehrsentwicklungsplan vorgelegt wird. Und dann kann man sicherlich nochmal nachfragen, ob denn das wirklich so breit diskutiert wird und ob denn das auch eine gesellschaftliche Akzeptanz überhaupt findet. Aber es gibt halt, da muss man auch wieder vorsichtig sein, es gibt auch eine starke Phalanx der Autofahrer in Chemnitz. Hängt bestimmt auch mit dem Alter zusammen. Also es gibt vieles in der Stadt, es gibt viele Meinungen in der Stadt. Und alle müssen sich dann beteiligen können. Es muss dann also ein demokratischer Konsens werden. Also man muss dann was auf den Tisch bringen und beschließen, womit man auch leben kann. Und was aber trotzdem, und deswegen habe ich das vorhin ja gesagt, mit den Klimaauswirkungen und allen Beschlussvorlagen, das muss auf 1,5 Grad hier abgestellt werden. Deswegen haben wir den Stadtratsbeschluss. Und das wird spannend, das dann wirklich mal zu gucken, wie das funktioniert. Südverbund. Wenn ich will, dass wir in der Stadt Chemnitz die Bahnhofstraße zurückbauen, die Theaterstraße zurückbauen, das heißt Straßenraum in der Stadt verkleinern, um die Stadt wieder urbaner zu machen, also städtisches Leben zu gestalten, da brauche ich keine sechsspurigen Straßen dazu, das muss kleiner sein, muss ich Verkehr aus der Stadt rausleiten. Ich muss keinen Straßenverkehr verbieten, also man muss trotzdem fahren können in der Innenstadt, also wer da wohnt oder durch muss, muss eben dann durch, aber Lkw-Verkehr beispielsweise gar nicht, gehört da nicht rein. Und dann muss ich den umleiten. Dann muss ich schon ableiten von der Stadt. Und das kann ich tun mit dem Südverbund, wie er jetzt fährt. Da kennt ihr auch die Probleme, Lärmprobleme am Südring, so im Bereich Helbersdorfer Straße, wo man jetzt 50 km/h runtergegangen ist. Oder ich leite eine andersrum, leite direkt auf die A4, so wie es jetzt geplant ist. Und das finde ich persönlich gut. Ich finde das gut, dass man sozusagen, wenn man im Abwägungsprozess Innenstadt gegenüber dem Südverbund sagt, wir bauen den Südverbund und entlasten dadurch die Innenstadt für Lkw-Verkehr. Das finde ich in Ordnung. Und was gelingen muss, und glücklicherweise gelingt das ja, kann das ja auch gelingen, die 150 Millionen von dem Südverbund sind reines Bundesgeld. Da zahlt die Stadt Chemnitz 0 Euro. Null. Das machen wir nicht. Wir zahlen nichts dafür. Der Bund baut, weil es eine Bundesstraße ist, die Straße. Und das ist in Ordnung. Und das, was du gesagt hast, Radwege in der Stadt, verkehrsberuhigte Zonen, das ist alles kommunale Geschichte. Das müssen wir machen als Stadträte. Das heißt, uns wird da finanziell nichts weggenommen für den Südverbund. Sondern wir können, deswegen hat Schwung gesagt, wir müssen beides können. Wir müssen für den Güterverkehr, für den Güterfernverkehr diese Umfahrungsmöglichkeit schaffen, den Güterfernverkehr wird es ja trotzdem geben. Und trotzdem müssen wir genügend Geld haben, dass wir die Innenstadt so ja, bewohnerfreundlich machen, urban machen, wie es funktioniert, indem man Straßenrahmen zurückbaut. Was auch ein großer Streitpunkt noch wäre in der Stadt. Wenn wir da wirklich mal anfangen, na, wenn die Straßenbahnen dann gebaut werden, Straßenrahmen zurückzubauen, das wird ein Schock für viele sein in Chemnitz. Aber im Endeffekt werden die damit gut leben können. Du bist nicht zufrieden. Nee, überhaupt nicht. Also ich bin nicht hier, um Bund, kommunale Gelder, Sachen abzuwägen. Ich bin hier, weil ich für einen konsequenten Klimaschutz kämpfe. Richtig. Und deshalb finde ich, dass egal, wo diese 150 Millionen Euro herkommen, das sind Investitionen in Verkehrspolitik, die meiner Ansicht nach nicht das sind, was wir in der Zukunft brauchen. Wir brauchen den ganzen Güterverkehr auf der Schiene und deshalb muss das ganze Geld da reinfließen und nicht eine Verfestigung des jetzigen, indem wir neue Straßen bauen. Da ist unser Motto ja auch, wenn wir neue Straßen bauen, wenn wir neuen Straßenverkehr in irgendeiner Art und Weise ernten. Und ich glaube, dass das dann überhaupt nicht adressiert wird. Und ich finde, dass, also mir gibt es Rätsel auf, wie das unter einen Hut gebracht werden soll, jetzt schnell Klimapolitik radikal umzusetzen. Und ich finde, dass eben der Südring ein Punkt ist, wo man sagen kann, hier ändern wir was, hier setzen wir ein Zeichen dafür. Ich verstehe diesen Punkt des Umleitens, aber ich glaube, man muss es noch radikaler anders sehen. Die Folge ist, wenn wir den nicht bauen, den Südverbund, ist, dass das jetzt noch zunehmende Lkw-Verkehr aus Tschechien, der ja Chemnitz nur als Durchfahrt nutzt, als Transit nutzt, einfach noch mehr in die Stadt reinfahren. Das nützt uns gar nicht als Chemnitzer. Also bin ich davon überzeugt, das nützt uns nicht. Und es hat jetzt mit Bahnumstieg und sowas gar nichts zu tun, sondern das, was stattfindet jetzt und auch die nächsten Jahre noch stattfinden wird, nämlich Lkw-Transitverkehr aus Tschechien oder aus Südeuropa, die über die B174 kommen und die irgendwo hin wollen, die muss ich aus der Stadt raushalten, wenn ich eine gute Innenstadt haben will, eine urbane Stadt. Und deswegen gibt es den Südverbund. Und deswegen bleibe ich dabei, der Südverbund muss an der Stelle gebaut werden. Alle anderen Sachen dürfen wir deswegen ja nicht lassen. Und kann sein, dass dir das völlig egal ist, wo Geld herkommt, sondern eine relativ entscheidende Frage. Und die 150 Millionen Südverbund sind im Bundesverkehrswegeplan drin, das ist richtig. Da sind auch die 300 Millionen von Ausbau Chemnitz Leipzig auf der Schiene mit drin, das ist gut. Und das wird ja nicht gegeneinander aufgerechnet, sondern das muss uns beides wert sein. Und ja, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, so viel Geld, wie wir in den letzten 4 Jahren für die Bahn ausgegeben haben, für Elektrifizierung, für Ausbau von Strecken, für Instandhaltung, für Brücken,
gab es noch nie und das muss man verstetigen. Das, da werde ich dafür kämpfen, dass es bleibt. Das ist super. Ich möchte trotzdem beim Thema Südring kurz nochmal einen Punkt aufgreifen, danach darfst du. Und zwar auch nochmal wieder mit Bezug zu dem IPCC-Bericht, der heute rauskam, wo wir der uns gesagt hat, okay, wenn wir so weitermachen wie bisher, haben wir 2030 schon die 1,5-Grad-Marke geknackt. Mhm. Ich habe jetzt den konkreten Zeitplan für den Südring-Ausbau nicht mehr ganz im Kopf, aber ich meine, das wird erst Ende dieses Jahrzehnts sein, bis der fertiggestellt wird. Ist das richtig? Ist das nicht? Wir haben beim Südring dicke 10 Jahre verloren. Also hätte schon lange fertig sein sollen eigentlich. Ich glaube, nächstes Jahr ist Baubeginn und die Planfeststellung ist jetzt durch, glaube ich, oder fast durch. Und dann ist es, glaube ich, 2026 müsste fertig sein. Okay, das heißt, es geht trotzdem gegen Ende des Jahrzehnts. Und das heißt, wir treffen quasi jetzt eine Entscheidung, von der wir wissen, da können wir eigentlich nur noch 4 Jahre lang mit leben, machen dann aber auch für diese 4 Jahre für den LKW-Verkehr, den sie ja aus Chemnitz raushalten wollen, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, machen wir es aber eigentlich auch für die noch viel attraktiver, überhaupt erst mit dem LKW aus Tschechien nach Sachsen zu fahren. Weil? Weil sie dann eben nicht mehr durch die Innenstadt in Chemnitz müssen. Die freuen sich natürlich ja auch, wenn sie... Ja, im Gegensatz zu der Bundesstraße ist die Innenstadt von Chemnitz nicht bemautet. Ja, der zahlt dann auch natürlich LKW-Maut, wenn er auf der Bundesstraße fährt. Und dann ist, also wird es auf alle Fälle ein LKW teurer als jetzt, wenn er durch die Innenstadt fährt. Aber er kommt auch schneller an sein Ziel. Und auf jeden Fall haben wir damit wieder eine Entscheidung, die den motorisierten Individualverkehr, wo der LKW ja gewisserweise auch dazu zählt, wieder attraktiver macht, zumindest vom Zeitaspekt her attraktiver macht, die eigentlich aber, wenn wir nach dem gehen, wozu sie ja stehen, wozu ihre Partei steht, dass sie sagen, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel einhalten, die eigentlich dann maximal 4 Jahre Bestand haben kann. Warum ist es das noch wert, da noch so viel Geld rein zu investieren? Weil das 1,5-Grad-Ziel ich nicht ohne oder mit Südverbund schaffe oder nicht schaffe, sondern mit den Fahrzeugen, die drauf fahren. Die emittieren, der Südverbund an sich emittiert ja kein CO2. Das ist Infrastruktur. So, und da gibt es Gründe dafür, das zu tun. Und da überwiegt das Interesse für die Chemnitzer Innenstadt. Wichtig ist, dass wir einen Wechsel bei den Antrieben hinbekommen. Bei den Fahrzeugen, die dann irgendwann mal aus Tschechien über den Südverbund fahren. Indem das zum Beispiel CO2-freie Fahrzeuge sind. Ob das jetzt Elektrobusse, Elektro-LKWs sind, wo wir da noch was machen müssen, mit Speichertechnologie oder mit Wasserstoffantrieben. Also das ist der entscheidende Punkt. Nicht der Bau einer Straße oder nicht. Höchstens maximal, das gebe ich zu, das Argument stimmt, neue Straßen ziehen neuen Verkehr an. Das ist definitiv so. Wenn dieser neue Verkehr aber emissionsfrei ist, ist es für das 1,5-Grad-Ziel ideal. Gut, es gab hier noch ein paar Fragen im Publikum, die würde ich kurz noch zulassen, dann würde ich aber gerne weitergehen. Ich glaube, da hatte ich zuerst die Meldung gesehen, dann da drüben. Jedes Auto, das man erstellt, braucht natürlich auch CO2. Das heißt, sollte nicht eigentlich eine Reduktion des Verkehrs und des Individualverkehrs das Ziel sein, dass also einfach weniger Autos da sind, die mit den Südringen fahren und so weiter, wenn das halt gar nicht ausgebaut werden muss. Ja, muss noch nicht ausgebaut werden, dann wird neu gebaut. Weil dort hinten gibt es noch gar keinen Südverbund. Und dass man den reduzieren, das war schon ein riesen Widerstand, da gibt es auch viele Kritiker, weil natürlich ein zweispuriger Südverbund mit einer Richtgeschwindigkeit von 100, so war ja mal geplant, ja viel attraktiver ist für ein Auto. Ja, was wir jetzt machen, ist ein einspuriger Südverbund, also was man jetzt planen im Plan festgestellt wird, ist ein einspuriger Südverbund mit Überholstrecken mit einer Richtgeschwindigkeit von 50 oder nur noch 70. Also 70 oder nur noch 50, so wäre es richtig. Das heißt, so attraktiv ist er eigentlich nicht. Wenn man sich den Südverbund an sich anguckt, wie er mal auch zu der Zeit schon geplant war, vierspurig, kreuzungsfrei, dann ist es schon jetzt ein bisschen anders geplant. Also nicht mehr so als Schnellstraße, sondern wirklich nur noch als Umgehungsstraße. Das andere Ziel, das bleibt natürlich, wobei das Umsteigen vom Privat-Pkw in den öffentlichen Verkehr nur dann gelingt, wenn der ÖPNV so attraktiv ist, dass es auch leicht möglich ist. Und deswegen musst du zuerst, bevor du irgendwas regulierst, oder also ich würde immer erst was Neues schaffen, eine Attraktivität schaffen und Akzeptanz schaffen, dass Leute mit dem ÖPNV fahren. Und da muss er schnell sein, da muss er gut sein, da muss er sauber sein, komfortabel sein, da muss er preiswert sein. So, wenn ich jetzt sage, 350-Euro-Ticket beispielsweise, ne? Was ja auch so ein Ziel ist, pro Tag 1 Euro von öffentlichen Nahverkehr und jeder kann fahren, das würde der Stadt Chemnitz derzeit zwischen 40 und 42 Millionen kosten. Das ist viel. Und das muss erstmal finanziert sein, das muss jemand machen, das muss jemand übernehmen. Also das muss in der Stadt Chemnitz oder CVG erstmal möglich sein, auf die Fahrgeldeinnahmen zu verzichten, wo das dann geht. Und das muss man stemmen. Das muss man stemmen. Deswegen hat Schwor uns mal gesagt, mit Bundesaufgabe, ÖPNV ist Bundesaufgabe, zumindest ein Teil. Und der Bund kann das schaffen. Wir haben da auch ein System entwickelt, wie das funktionieren könnte, weil das ja nicht bloß in Chemnitz geht, sondern in der Bundesrepublik allgemein. Da
reden wir nicht mehr von 40 Millionen, da reden wir so ungefähr bei 40, 50 Milliarden, die das kosten würde bundesweit. Und das muss es eigentlich wert sein. Wenn ich Verkehrswende ernst nehme, kostet das Geld. Dann muss das jemand bezahlen. Nur dann funktioniert es. Wenn ich einen attraktiven ÖPNV, der preiswert ist, also der keine Hürden hat, den auch zu nutzen, sondern der muss einfach fahren. Ich habe das immer in Bremen angeguckt. Bremen verzichtet jetzt auf Fahrpläne. Die machen keine Fahrpläne mehr. Sondern du gehst an die Straßenbahnhaltestelle und gehst ja in 5 Minuten kommt die. Ob das jetzt 1652 ist oder 1657, es kann die Rille sein, es kann nur 54 sein, wenn du weißt, mehr wie 5 Minuten warte ich eigentlich nicht. Und so muss das eigentlich funktionieren. Und das ist der erste Plan. Und dann kannst du darüber nachdenken, wenn du ein attraktives ÖPNV-System hast, dann kannst du, nicht du, sondern du auch, aber die Leute müssen dann überlegen, was sie machen. Ob sie sich das Fahrzeug noch leisten, ob sie 20, 25.000 Euro von Pkw ausgeben, den sie dann doch eine halbe Stunde fahren und der ansonsten Kosten produziert. Also Steuer, Versicherung, Abschreibung, was du alles nicht haben musst. Und das wird dann irgendwann mal unattraktiv. So dass es viel besser ist, die fahren mit dem ÖPNV. Ja, wenn der Zugverbund ausgebaut wird, wird es auch ein Stück weit attraktiver gemacht, das Auto zu behalten. Ja, wenn das dann auch zum Beispiel ein Elektrofahrzeug ist, ist es doch okay. Nein, das Auto muss ja trotzdem gebaut werden. Ja, nicht. Und es ist bei einer Person, die in diesem Auto sitzt und zur Arbeit fährt. Ja, dann wäre es aber eine radikale Forderung. Dann müsste ich weg vom Auto generell. Das wäre ja. Würde ich nicht unterschreiben wollen, also nicht als Forderung, aber als langfristiges Ziel mit einem ÖPNV, der attraktiv ist, wo das überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob ich private Pkw habe oder nicht, das ist eine Bewusstseinsfrage. Das ist, glaube ich, in Chemnitz schwierig. Also ich kann ja sagen, so aus Erinnerung her, DDR-Zeiten und sowas, heilfroh, dass man dann ein Auto kaufen konnte nach der Wende, heilfroh, dass die Frau sich ein Auto kaufen konnte, nochmal froh, dass die Tochter sich ein Auto kaufen kann, damit sie überall hin kann. Meine Tochter lernt in Schneeberg. ÖPNV kannst du vergessen, braucht ein Auto. Ne? Also wenn es dann aber mal gelingt und die braucht die Kiste gar nicht mehr und die ist aber nicht mehr gezwungen, das Auto zu nehmen, dann ist es okay als Langfristziel jederzeit. Das ist vielleicht auch eine Sache, eine Generationsfrage, wo man dann dazu hinkommt, dass man es gar nicht mehr braucht. Aber dazu muss ein Angebot dastehen. Wir kommen so langsam mit der Zeit so ein bisschen gegen Ende hin, deswegen gerne noch die Frage, aber lass uns. Vielleicht nur zwei Fragen zu Bahn, die eigentlich alles zusammengehören. Zum einen ist die derzeitige Organisationsform der Bahn für sinnvoll. Also wäre es sinnvoll, da einiges dran zu drehen. Zum Beispiel da ist komplett staatseigener Betrieb oder wie meinst du dir das vorstellen, die Strecken auszugliedern, da ist Bund dort vor allen Dingen die Regie zu übernehmen. Und die zweite Frage, wie viele Kilometer werden eigentlich gebaut pro Jahr an Bahninfrastruktur neu? Und hältst du das eigentlich das Ganze für schnell genug? Also wir reden ja, wenn wir die ganze Gütermenge auf die Schiene bringen wollen, müssen wir das ja deutlich ausbauen. Genauso, wenn wir den Personenverkehr ansehen. Ich weiß nicht, ich höre, wenn ich die Deutsche Bahn eingebe bei Google, lese ich nur irgendwie Meldungen, wo es eigentlich nicht klappt, nämlich irgendwie in Westdeutschland, wo die Strecken nicht ausgebaut werden, wo irgendwie Verspätungen sind, Zugausfälle, muss das Streckennetz nicht eigentlich viel, viel stärker erweitert werden, muss da nicht viel, viel mehr auch in Mittel irgendwie zur Verfügung gestellt werden von Bundesseite aus? Die Mittel sind da, die Mittel werden uns zur Verfügung gestellt. Vielleicht mal zurück, wo ich vorhin sagte, wir reparieren jetzt die Fehler von vor 20 Jahren. Also das, was damals so en vogue war, das heißt, Liberalisierung und Privatisierung der Bahn und die Bahn muss wirtschaftlich werden. Die Bahn hat damals unter Billigung der Bundesregierung, und da sage ich auch, da war meine Partei auch mit dabei, da kann man ja auch mal sagen, das war ein Bundesverkehrsminister gestellt, ein Bundeskanzler. Die Bahn sollte damals als auf Wirtschaftlichkeit getrimmt werden. Und ich habe damals mit Hartmut Metern, der eine oder andere kennt vielleicht noch, Bahnchef, hieß da, sein Vorname war Bahnchef Metern, lange diskutiert und ich habe ihm damals gesagt, Bahn ist keine Excel-Tabelle. Also Bahn ist ein System, und zwar ein Gesamtsystem. Das musst du im gesamten System denken, das haben die nie. Sondern die haben gesagt, wir brauchen die Weichen dort nicht mehr. Wir brauchen dort in Hamburg und in Frankfurt und in Köln die Abstellanlagen nicht mehr. Wir brauchen dort keine Überholgleise mehr, weil Bahn fährt von A nach B, von B nach C und zurück nach A. Immer so. Und alle Argumente, die wir hatten, da gibt es mal eine Störung, da kann mal ein Unwetter sein. Da kann auch mal ein Unfall sein, wo du einfach umfahren musst. Da kann mal eine Flächenstörung sein. Das ist alles weggewischt worden, sondern die haben Gleise abgebaut. Überholgleise, Abstellgleise, Werkstätten wurden zugemacht. Wir bauen das jetzt gerade alles wieder neu. Wir fangen jetzt wieder an,
die ganzen Sachen, die schon mal da waren, aufzubauen. Das ist ein Wahnsinn, wir haben da 20 Jahre dicke verloren. So, und was jetzt dazu kommt, sind unsere wahnsinnig langen Planungs- und Genehmigungszeiten. Also, wenn du jetzt anfängst zu planen, wir planen jetzt gerade Chemnitz-Leipzig, und Chemnitz-Leipzig ist glücklicherweise in der Planungsbeschleunigung drin, das heißt, es wird schon schneller genehmigt. Wir reden trotzdem von 7 oder 8 Jahren. Bei anderen Strecken, bei Neubaustrecken in der alten Bundesrepublik reden wir jetzt von 20 Jahren. Das dauert zu lange, definitiv zu lange. Du hast aber Probleme mit Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsbeteiligung, Träger öffentlicher Belange, Naturschutz, Lärmschutz, Gesundheitsschutz. Das muss alles beachtet werden. Da will ja auch keiner ran. Und deswegen sind diese Planungszeiten ewig lang. Und den goldenen Mittelweg, sozusagen Öffentlichkeitsbeteiligung, Bürgerbeteiligung nicht einzuschränken und trotzdem schneller zu bauen oder zu planen, den hat halt noch keiner gefunden. Das ist der Punkt. Also wir wollen das eine, aber auch das andere. Und das gelingt uns derzeit nicht. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Es muss aber gelingen. Also kommen wir zum IPCC-Bericht, wenn 2030 ist Deadline irgendwie, bis dahin muss der Bahnverkehr komplett elektrisch sein beispielsweise, bis dahin müssen die Engpässe beseitigt sein, damit wir auf den Deutschlandtag fahren können ab 2030. Das heißt, du musst wahnsinnig viel bauen, Umfahrungsmöglichkeiten, du brauchst eine neue Rheintalstrecke, also und so weiter. Das muss alles kommen. Und das wird eine Aufgabe sein, das hinzubekommen. Ja. Wie wäre das? Das wäre jetzt die große Frage. Na, wir haben einen Weg gefunden, der es für die Bundestagsabgeordneten schwerer macht, aber dafür geht es schneller, ungefähr 2 Jahre schneller, indem wir das Planungsbeteiligungsgesetz in den Ausbaugesetzen festgelegt haben. Es gibt also sozusagen 16 Verkehrsbauprojekte in Deutschland, die liegen in diesen Maßnahmengesetzen fest. Und da ist Chemnitz-Leipzig zum Beispiel dabei. Das heißt im Endeffekt, nicht die Landesdirektion oder das Eisenbahnbundesamt macht die Baufeststellung oder die Planfeststellung, sondern der Deutsche Bundestag per Beschluss, also der Verkehrsausschuss, macht das im Endeffekt. Das heißt, nicht wir, nicht das Eisenbahnbundesamt genehmigt irgendwo mal eine Strecke nach einer übelst langen Bürgerbeteiligung, sondern wir machen das als Bundestag, indem wir die Bürgerbeteiligung machen. Und der Abgeordnete übernimmt eine Verantwortung und nicht irgendein Beamter im Eisenbahnbundesamt. Da sparen wir ungefähr 2 Jahre. Das ist zum Beispiel der erste Weg, wo wir es machen. 16 Projekte gibt es da jetzt, das testet man jetzt gerade, ob das funktioniert. Und Chemnitz-Leipzig ist dabei, eins von der 16 wichtigsten Projekte in Deutschland. Glücklicherweise haben wir es da hingekriegt. Und dann werden sehen, ob das an der Stelle funktioniert. Die andere Frage war so eher in Richtung Trennung Netz und Betrieb, würde ich mal denken. Bin ich strikter Gegner. Ich finde, die Bahn ist ein Gesamtsystem, gehört als Gesamtsystem auch zusammen. Ich würde das nicht trennen. Alle, die das schon mal getrennt haben, da kann man mal nach Großbritannien gucken, was das gebracht hat. Wie das dort nicht funktioniert, würde ich nie machen, sondern die Bahn ist ein Gesamtsystem. Also das gehört zusammen und zwar unter Bundeshoheit. Es muss Bundesunternehmen bleiben. Das, was die Bahn besser machen muss, und das wissen sie auch, und das muss man jetzt auch in der nächsten Legislatur anfangen, und das ist Thema Bahnreform 2, diese wirtschaftliche Zergliederung der Bahn in über 400 Gesellschaften, das muss sie zurückschrauben. Die Bahn muss sich konzentrieren auf das, was da ist, Gütertransport, Personentransport. Die braucht keinen Lkw-Transport, die braucht keinen Seetransport, die braucht nicht 20 Beteiligungsgesellschaften, die braucht nicht 50 Beteiligungen in Sicherheit, Energie und so, das braucht sie alles nicht, die braucht eine Infrastrukturgesellschaft. Und damit ist gut, du musst raus aus diesen Töchtern und Enkel verbinden, die es da gibt, die sich gegenseitig kontrollieren und abrechnen, was ein wahnsinnsbürokratischer Aufwand ist. Du musst dich ein Stück zurückschrauben auf das, was Bahn angeht, und das ist Gütertransport, ein Personentransport auf der Schiene. Das ist ihr Kerngeschäft. Und nicht Arriva in Großbritannien und nicht DB Schenker in Polen, sondern das, was hier stattfindet in Deutschland, der Schienentransport, Gütertransport, Schienentransport, Güter- und Personentransport auf der Schiene. Das ist es. Roten Buttergeschäft der Bahn, was soll sie tun? Gut. Dann würden wir es mal weitermachen. Ein bisschen in die andere Richtung, aber wir haben ja vorher schon mal über den CO2-Preis gesprochen. Deine Partei sagt ja auch, sie soll in den nächsten Jahren weiter steigen und sagt dann auch, sie möchte da einen sozialen Ausgleich auch dadurch schaffen. Und wir haben uns gefragt, wie soll der aussehen und wie ist es so möglich, dass der Klimaschutz eben halt nicht auf Kosten von einer größeren sozialen Ungerechtigkeit geht. Ich glaube, das Thema CO2-Bepreisung ist ein ziemlich großes, weil es da ganz unterschiedliche Ansätze gibt dazu. Ich glaube, die FDP würde ja eher dann in Richtung Emissionshandel gehen, komplett und immer weiter dann also das dem Markt überlassen, was Emissionshandel mitbringt, wie der CO2-Preis sich bildet. Andere, wie die Grünen, glaube ich, würden den höher ansetzen. Kann man auch sagen, die würden den ehrlicher machen, den Preis, das kann man sicherlich auch sagen. Fakt ist eins,
der CO2-Preis schlägt sich ja nieder in Energiepreisen. So, und das, da, und bei Energiepreisen, dann wird es dann, glaube ich, konkret, weil dann trifft es irgendwie jeden. Dann trifft es an der Tankstelle, dann trifft es auch bei der Heizrechnung zu Hause. So, und dort funktioniert die ganze Geschichte nur dann, wenn wir die Leute, wenn wir mit Akzeptanz arbeiten. Das heißt, es muss akzeptiert werden, dass es einen CO2-Preis gibt und dass ich einen Teil von meinem privaten Geld auch einen CO2-Preis gebe. Weil ich habe Energie verbraucht, ich habe was genutzt, ich habe Energie verbraucht, ich habe CO2 produziert und ich muss einfach was dafür bezahlen. Und Geld und Preis ist immer sehr sensibel. Und wenn ich da anfange mit einer ganz ehrlichen Bepreisung, was CO2 eigentlich wirklich kosten müsste, wären die Preissteigerungen im Energiesektor phänomenal groß. Und das würde keine Akzeptanz finden. Das heißt, das ganze Thema Klimaschutz, wo wir jetzt, glaube ich, dabei sind, dass die Leute umdenken, noch nicht so weit, das könnte noch viel weiter sein, aber ich glaube, das Umdenken hat ja zum Großteil zumindest eingesetzt, Anfang irgendwie sind wir da schon auf einem guten Weg, dass man es begriffen hat. Zumal auch jetzt Flutkatastrophe, Waldbrände, ich glaube, man erkennt langsam, dass da was aus den Fugen geraten ist. Du musst den Preis so gestalten, dass Energie teurer wird, Schritt für Schritt teurer wird und dass er trotzdem akzeptiert wird, dass Leute sich Energie im Auto trotzdem noch leisten kann. Also, oder sich Mobilität leisten kann. Das ist ja nicht nur das Auto, das ist auch der Fahrschein, das Ticket. Also auch ÖPNV-Ticket oder Bahnticket hängt genauso drin, da wird auch CO2 verpreist. Also das muss dann so gehen, dass es funktioniert. Und wir wollen zum Beispiel, dass wir über den CO2-Preis, den wir ja einnehmen als Bund, und da habe ich ja in meinem Olaf Scholz drüber gesprochen, einen Teil in den ÖPNV stecken. Das ist bis jetzt überhaupt nicht geplant, aber einen Teil davon müsstest du halt diese 30, 40 Milliarden nehmen und den Bundesländern und den Kommunen geben, um ihren ÖPNV besser zu finanzieren, auszubauen, preiswerter zu machen, je nachdem, was man da will. Entweder man will mehr fahren oder macht das Ticket günstiger. Das kannst du mit dem CO2-Einnahmen machen. Oder, und das steht bei uns im Wahlprogramm, die EEG-Umlage abschaffen. Also das, was zum Beispiel den Strompreis ziemlich treibt, getrieben hat in den letzten Jahren, ist die EEG-Umlage, die hat ja auch was gebracht. Aber das ist ein Treiber bei den Strompreisen. Und das kannst du abschaffen, weil du eine andere Finanzierungsquelle hast. Nimm CO2-Geld und schafft die EEG-Umlage ab und dann bleibt das bei dem Endverbraucher, bleibt der Strompreis relativ stabil. Der zahlt zwar dann den CO2-Preis, wird aber entlastet über die EEG, was er nicht mehr zahlt, und damit merkt er eigentlich gar nicht. Und dann hast du die Akzeptanz geschafft. Und das musst du aber dann wollen. Du kannst es auch radikal machen, du kannst auch mit einem ehrlichen Preis angehen, dann weiß jeder Bürger, was CO2 eigentlich wirklich kostet. Das ist aber dann Methode Dampfhammer. Ja, das kann man auch machen, aber da halte ich halt, das finde ich, ich glaube nicht, dass es erfolgreich ist. In der Gesellschaft. Das heißt dann aber auch, Sie halten an dem Steigerungspfad fest, der jetzt von der Bundesregierung bisher beschlossen wird und sehen da jetzt nicht irgendwie nochmal das Bedürfnis, da schneller an einen möglichst realistischen CO2-Preis ranzukommen, auch wenn die Wissenschaft uns ganz deutlich sagt, dass wir sehr schnell handeln müssen, um das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten. Der jetzige CO2-Preis ist beschlossen von CDU, CSU, SPD und Grüne. Die haben da mitgestimmt im Bundestag. Das ist also nicht bloß eins von der großen Koalition, so, sondern die Grünen haben da mitgestimmt zu dem jetzigen CO2-Steigerungsweg, den du gerade besprochen hast. Ob das haltbar sein wird, wird man sehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass nach der Bundestagswahl eines der wichtigsten Themen in irgendwelchen Koalitionsverhandlungen, wer mit wem das auch immer macht, das Thema Klima die Hauptrolle spielen wird. Also ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht Steuer sein, es wird nicht Wirtschaft sein, es wird Klima sein und es wird Mobilität sein. Das werden, glaube ich, die zwei wichtigen Punkte sein, die Hauptknackpunkte von der neuen Regierung. Und dann wird man sich mal das angucken, weil es gibt einen ehrlichen Preis und der wird wahrscheinlich noch höher sein müssen, weil wir noch eher aussteigen müssen als fossiler Verbrennung oder als CO2-Emission. Und dann wird es eigentlich teurer. Oder du findest eine Gegenfinanzierungsvariante, wie du eben sozusagen den Anstieg dämpfen kannst. Also das muss man dann sehen, wie man das macht. Ich bin mir ziemlich sicher, man wird darüber verhandeln müssen. In einem neuen Klimaschutzgesetz, das härter sein wird, also wie das jetzige ist schon gut, bin ich mir ziemlich sicher, aber es wird wahrscheinlich nicht ausreichen für das, was wir seit heute wissen oder was wir schon geahnt haben. Also wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, der IPCC sagt das ja schon seit Jahren, da hat es 2011 schon gesagt, das was wir heute, nur heute kam die Bestätigung. So und jetzt, und trotzdem, Akzeptanz spielt eine Rolle. Also wir müssen Leute mitnehmen. Das wird nur dann funktionieren, wenn die Leute das akzeptieren und auch so handeln und ihren Verbrauch umstellen. Und wenn das nicht auf Lasten oder auf Zulasten der Ärmsten in der Gesellschaft geht. Also wenn die sich dann einschränken müssen und vielleicht, man weiß es ja nicht, wer was denkt. Ich habe da schon viele Sachen heute schon gehört, was da als Ideen da eine Rolle spielen. Ich werde einer Familie nicht verbieten können, die Wohnung zu heizen. Das geht nicht.
Also das ist, glaube ich, ein Menschenrecht, eine warme Wohnung. Ne? Aber das muss bezahlbar sein. Und wir müssen da einen Weg finden, und das wird ein großes Thema. Ja. Aber was mich vielleicht noch fragt, wie verhindere ich, dass quasi die, also blöd gesagt, wenn man jetzt das Beispiel Auto nochmal aufhört, der gut verdienende Manager, dem ist es wahrscheinlich erstmal nicht so wichtig, aber 20 Cent mehr für seinen Sprit bezahlt werden, die ärmere Familie, sag ich mal, für die wird es dann schwierig. Und wie verhindere ich, dass es dann quasi nicht eben halt genau diese Ungerechtigkeit größer wird? Ja, genau das bin ich ja. Also die ärmere Familie, die einen alten Ford Fiesta hat und trotzdem auch die vielleicht auf dem Land wohnen, die wird das Auto nach wie vor brauchen. Die wird irgendwo das Auto brauchen, um noch von A nach B zu kommen, solange wir den ÖPNV ausgebaut haben. Das heißt, ich muss für die Familie Alternativen schaffen, damit sie das Auto vielleicht stehen lassen kann oder nicht jeden Tag nutzen muss. Das berühmte Gegenbeispiel, der Manager, dem ist es relativ egal, ob er dann 30 oder 40 Euro mehr für Tankfüllung bezahlt. Das ist schon klar. Aber es geht hier um eine breite Masse der Bevölkerung. Und manche können ihren Verbrauch einschränken oder umstellen. Es gibt auch Leute, die machen ihre nächste Kaufentscheidung. Sehen wir gerade, wie das gerade steigt. Der Verkauf von E-Autos steigt dann endlich. Also man stellt ja langsam um. Man müsste da bloß auch ehrlich sein, dass man Hybrids eben nicht dazu zählt, sondern rein Elektrofahrzeuge, das wäre auch ehrlich. Aber das findet ja langsam statt. Aber auch dort kann nicht jede Familie sich ein E-Auto kaufen. Ob mit Kaufprämie oder nicht, das ist einfach zu viel, das ist zu teuer. Und auch für die wäre ich Möglichkeiten schaffen müssen. Und da kann man dann vielleicht zu den Kraftstoffen, die vielleicht dann auch synthetisch sein müssen, die vielleicht emissionsfrei sein müssen. CO2-freie Kraftstoffe wird ja auch entwickelt, ist ja derzeit noch viel zu teuer. Aber auch für die brauche ich Alternativen. Und vielleicht sind wir soweit in 2, 3, 4 Jahren, dass wir CO2-freie Kraftstoffe haben, die trotzdem in diesen jetzt noch Verbrennern eingesetzt werden, sodass sie das Auto noch fahren können, aber CO2-freie Kraftstoffe nutzen können. Das wäre auch ein Weg. Und die sind natürlich schon anders bepreist, mit der CO2-Bepreisung, wie das jetzige Superbenzin. Ist ein Weg. Das ist natürlich ein Weg, aber wenn wir auch nochmal in die Wissenschaft schauen und den Blick da reinwerfen, sehen wir auch ganz klar, dass die Wissenschaft uns sagt, sowohl die CO2-freien Antriebe als auch der Wasserstoffantrieb beim Brennstoffzellenfahrzeug sind eigentlich vom Wirkungsgrad her so schlecht, dass wir so viel mehr erneuerbaren Strom brauchen, den wir da reinstecken, dass wir niemals genug von diesem erneuerbaren Strom produzieren können, weder hier in Deutschland, also hier in Deutschland sowieso nicht, als auch mit Importen wird es sehr schwierig und natürlich auch noch sehr teuer mit Importen. Ist das nicht auch wieder eigentlich ein Grund, dann sind wir jetzt schon wieder beim Mobilitätsthema zurück, dass wir da viel eher versuchen sollten, möglichst weit weg vom Auto zu kommen? Ja, das mit der Erzeugung oder erneuerbarer Energien, die ja eigentlich erstmal die andere Energie herstellt, sowohl Fahrzeuge herstellt, Batterien herstellt, aber auch emissionsfreien Kraftstoff herstellt, Wasserstoff herstellt, das ist schon klar. Und trotzdem muss man es ja tun. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass die Japaner schon Kooperationsprojekte haben mit Australien in Richtung grünen Wasserstoff, wo praktisch in Australien aus Wasserkraft und Windenergie erneuerbare erzeugt werden, die dann den grünen Wasserstoff herstellen, der dann in Japan sozusagen genutzt wird. Hier haben wir das Problem, dass das in Deutschland auch gerade gemacht oder versucht wird mit Marokko und Algerien, diese Kooperationsprojekte, wo praktisch über die Photovoltaik große Anlagen, die in Marokko gebaut werden sollen, dass dort dann grüner Wasserstoff hergestellt wird. Das gleiche wollen auch die Franzosen auch. Also das wird eine Geschichte sein, wo man schon wieder in Konkurrenz steht mit anderen Ländern. Deswegen wird man das nur europäisch hinkriegen, innerhalb der Europäischen Union. Und es wird nie so sein, dass du alles das, was jetzt zum Beispiel mobil ist, also an Anzahl von Fahrzeugen, dass das umzustellen ist auf emissionsfreie Antriebe. Sondern du musst auch die Anzahl der Fahrzeuge reduzieren, definitiv. Da wird aber nicht auf Null gehen. Da wird nie auf Null gehen können, aber da wird sich reduzieren müssen. Und da kommen wir doch zum dritten Mal zum Thema Bahn, ÖPNV, sodass Leute ihr Fahrzeug stehen lassen können, dass du weniger LKWs brauchst. Aber da müssen wir auch ehrlich sein, also es gibt in der EU Volkswirtschaften, die leben vom LKW-Verkehr in Südosteuropa. Die leben davon, dass sie den innereuropäischen oder sogar den innerdeutschen Transport mit LKWs machen. Die leben davon. Und die kriegt man zum Beispiel, wir haben ja diesen Korb 3 gemacht im Mobilitätspackage in der EU. Das war wahnsinnig schwierig, die Bulgarien und Rumänien dazu zu bringen, zuzustimmen, weil die genau wissen, was da passiert. Da ging es um Lenk- und Ruhezeiten für Kraftfahrer beispielsweise. Na, so wie wir es jetzt geregelt haben, macht es den Verkehr teurer, weil die ihre Fahrer anders bezahlen müssen, indem die Auslöse zahlen müssen, indem die dort
dafür sorgen müssen, dass die Fahrer irgendwie auch ja, annehmbare Arbeitsbedingungen haben überhaupt, dass sie nicht im LKW übernachten müssen und so weiter und so weiter. Und das war ganz schwierig, das in Europa hinzubekommen durch das Einstimmigkeitsprinzip. Aber das geht nur, wenn auch das Thema Klima dann eine Rolle spielt und dass auch die anderen europäischen Staaten das einsehen, dass wir handeln müssen. Das werden sie ja wahrscheinlich nur auch, die lesen ja den Bericht halt auch, dass man sich da auch in der Europäischen Union zusammensetzen muss. Also einen rein deutschen Weg wird es da nicht geben. Okay, dann nochmal eine Frage, die ein bisschen mehr zu diesem ganzen Überthema Klimaschutz jetzt weg von Mobilität geht. Und das ist nämlich nochmal das andere Thema, das ist der andere große Thema, was in dem Kontext oft und viel diskutiert wird und wurde, ist der Kohleausstieg. Sie haben sich eben dafür ausgesprochen, oder Ihre Partei spricht sich dafür aus, 2040 komplett 100% erneuerbare Energien in der Energieversorgung anzusetzen. Trotzdem wollen Sie am Kohleausstieg 2038 erst festhalten. Warum? Ja. Weil das ein mühsam gefundener Kompromiss ist. Also die Kohlekommission, die sich dann auf das Jahr 2038 geeinigt hat, waren dann nicht bloß die Energieunternehmen oder die Bundesregierung, Gewerkschaften, da waren auch Umweltverbände mit dabei. Man hat sozusagen im Abgleich zwischen Ökologie, ja, jetzt klingt es wieder blöd, und zwischen Ökologie und Ökonomie einen Kompromiss gefunden. Also eine Kompromissfindung ist immer normal in der Demokratie. Ich glaube, wir hatten auch schon mal telefoniert, oder? Haben wir nicht mal das Thema Kohleausstieg telefonisch gemacht, nicht Studies for Future? Ihr habt damals, wo wir das Kohleausstiegsgesetz beschlossen haben im Deutschen Bundestag, gab es mal so eine Telefonaktion und da hieß es dann immer, ihr habt heute das Kohleeinstiegsgesetz beschlossen. Also das war dann ein bisschen so provokativ. Kann ja auch sein. Wir haben das so hingekriegt, dass wir jetzt, sag ich mal, als Ostdeutscher auch an die 14.000 Arbeitsplätze in der Lausitz denken müssen, die jetzt noch unter Kohle arbeiten. Dass man an die denken muss ein Stück weit. Und dass du einen Pfad hast, wo du die Energie, die aus der Kohle noch kommt, wo du die auch substituieren kannst, das heißt realistisch ersetzen kannst. Wir steigen nächstes Jahr endgültig raus aus Atomkraft. Unumkehrbar. Also da rüttelt niemand mehr dran, hoffentlich, außer der AfD. Also Atomkraft ist Geschichte zu Ende, wird uns die nächsten 50 bis 80 Jahre noch sozusagen ja, fordern, was die Entsorgung trifft. Ne? Ist ja alles noch nicht geklärt. Und wir steigen 38 aus der Kohle aus. Bis dahin müssen wir den Pfad Erneuerbare hochgebaut haben, um die Kohle zu ersetzen. Das wirst du nicht mit Gas machen können. Gas kann die nächsten 10 Jahre von mir aus noch substituieren. Ne? Aber dann, wenn du klimaneutral werden willst bis 2040, wirst du bis 38 schon viel mehr 100% auf 100% erneuerbar gehen müssen. Aber du musst auch an die Leute dort denken, die dort arbeiten. Und für die brauchten wir eine Perspektive. Und deswegen haben wir ja Strukturstärkungsgesetz gemacht. Und für die bauen wir Forschungszentren, neue Werke, also Bahnwerke in Cottbus, ein Schienenfahrzeugwerk in Görlitz. Also wir versuchen, neue Arbeitsplätze in den Kohleregionen anzusiedeln, damit die Leute, die jetzt in der Kohle arbeiten, einen Job haben. An die müssen wir halt auch denken. Und das fehlt mir manchmal, dass alle auch an die Seite denken bei dem ganzen Thema. Und du kannst natürlich, ich sag mal so, machen wir mal konkret in Chemnitz, 1 Energie, Kohleausstieg 2028, so war auch geplant. Erster Block, der Block B bei der 1 Energie geht nächstes Jahr vom Netz, weil sie mit den Gasmotoren anfangen. Erst für nächstes Jahr gehen die raus, 2022. Und der zweite Block, der Block C, war geplant für 2028 rauszugehen und dann ist er abgeschrieben. Da liegen noch, glaube ich, 120 Millionen drauf, was er noch wert ist, wo die Abschreibung ist. Durch die CO2-Preise, die wir jetzt haben, aktuell, noch nicht mal die gestiegenen, sondern die aktuelle, macht es für die 1 unwirtschaftlich, ihre Kohleblöcke weiter zu betreiben. Das heißt, wenn die Gasmotoren am Netz sind, ab nächstes Jahr, werden die aus der Kohle aussteigen. Das heißt, vor dem beschlossenen 2028 und weit vor dem von der Bundesregierung beschlossenen 2038, steigt die 1 Energie aus der Kohleverstromung oder ja, aus der Nutzung der Kohle für Strom und Wärme aus 2023. Ist doch gut. Ist doch gut. Das Problem ist, wenn wir das bei 2028 gelassen hätten, wären die 50 Arbeitsplätze einfach in Vorruhe und Rente gegangen. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind die sozusagen 6 Jahre, 7 Jahre eher fertig aus der Kohleverstromung und wir haben ein Problem mit genau 48 Arbeitsplätzen. Mit 48 Leuten, wo wir nicht wissen, was wir mit denen machen, weil die einfach arbeitslos werden 2023. Das ist das Problem. Und das beides zusammenzudenken. Also für die 48 Leute werden wir eine Lösung finden. Da geht es dann wahrscheinlich nicht um CVAG, Fahrer und so weiter. Also wir haben ja auch Bedarf in anderen Berichten. Aber an die musst du halt auch denken. Du musst das eine Thema sehen. Das ist richtig gut, dass sie noch eher aussteigen, wie schon geplant. Also 15 Jahre eher, wie der Bund beschlossen hat, steigt die 1 Energie aus der Kohle aus.
Aber der andere Teil, die Arbeitsplätze, für die du auch was machen musst, für die Familie, das musst du immer mitdenken. Und das ist, glaube ich, das, was, darf ich jetzt mal sagen, als Werbeblock, was SPD ausmacht. Dass wir das eine sehen und das andere aber auch. Und das zusammenzubringen, da werden wir immer dafür gescholten, weil wir immer diese Kompromisse machen mit allen. Das ist klar. Und wenn wir nie konsequent sind, wir versuchen immer einen Mittelweg hinzubekommen, um uns allen recht zu machen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und das finde ich aber gar nicht verkehrt, dass man das eine sieht, und da habt ihr 100% recht, aber das andere muss man halt auch tun. Und die Leute, wenn wir vor uns Akzeptanz gesprochen haben, müssen wir ein Stück weit mitnehmen. Und es ist jetzt kein, also jetzt kein großes Wunder, dass die AfD-Wahlergebnisse beispielsweise in der Lausitz wahnsinnig groß sind. Wenn die AfD Werbung macht, Kohlestrom ist der billigste und das sind eure Arbeitsplätze, das ist sehr eingängig. Ne? Die Leute verdienen dort gutes Geld in der Kohle. Und, aber, so, aber die denken natürlich nicht an das andere Thema. Du musst beide Sachen zusammenbringen. Mhm. Wir können sonst auch nochmal die Dinge zusammen. Dann haben wir noch eine quasi Abschlussfrage. Die hast du auch schon ein bisschen angerissen mit dem, was du zu Chemnitz meintest. Und das ist ganz. Ganz einfach mal gesagt, was bringt es für Menschen in Chemnitz und auch so für gerade für Studierende in Chemnitz, dich und was bringt es uns, dich zu wählen, sage ich mal ganz einfach gesagt. Ganz einfach, also direkt zu fragen. Naja, wenn er mich wählt, kommt erstmal jemand, der zu euch kommt und versucht mit euch ehrlich zu reden. Der zweite Punkt ist, ihr werdet mit mir Bahnpulte kriegen, dass er eben elektrisch nach Leipzig kommt, zum guten Preis. Das würde ich zumindest versuchen. Das ist mein Kampf, den ich da versuche, Bahnpolitik weiterzumachen, Schienenpolitik weiterzumachen. Und ich, das war mein Ansatz im Deutschen Bundestag und ich habe damit angefangen, das Thema ÖPNV wieder im Bundestag zu bringen. Wurde immer gesagt, ist gar nicht Thema von Bund, ist Länder- und Kommunensache. Und ich habe auch mit dem Scheuer lange gesprochen, auch mit dem Staatssekretär gesagt, das wird ein Thema der Zukunft sein. Und das haben alle Wahlkämpfe gezeigt, auch in Nordrhein-Westfalen, dass das Thema öffentlicher Personennahverkehr eins der Zukunftsthemen ist. Und wenn wir Klimawandel, Verkehrswende, wenn wir das alles schaffen wollen, brauchen wir einen starken ÖPNV. Und dafür bin ich, das ist mein Zuständigkeitsgebiet, dafür kämpfe ich auch, dafür habe ich auch ein Herz, das ist mein Herzensthema, genau wie Bahn. Und dafür werde ich mich weiter einsetzen und darauf könnt ihr euch verlassen. Und das sind meine Punkte. Dann können wir, glaube ich, an der Stelle schon mal vielen Dank sagen. Wir sind jetzt schon ganz schön weit fortgeschritten mit der Zeit, aber wir haben dem Publikum am Anfang versprochen, dass ihr nochmal die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Deswegen, wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich sagen, machen wir das auch noch weiter so. Ja, genau. Genau. Dann. Also ich hätte dann nochmal Fragen, wenn ich schon wieder das Thema Fehler der letzten 20 Jahre beseitigen. Also die letzten 20 Jahre hat sich ja die SPD nicht gerade hervorgetan, indem sie sich für die Armen interessiert, indem sie natürlich einen extrem Niedriglohnsektor mit Hartz IV geschaffen hat. Und es gab ja bestimmte Menschen, die gesagt haben, in ihren komischen Büchern, die Armen müssen ja nicht so geheizen, sie können sich ja mal einen warmen Pullover anziehen. So. Das hat man ja früher mal gehört. Und ja, deswegen würde ich sagen, Hartz IV muss ja auch mal ins Themenfeld geführt werden, wenn man sagt, man will Akzeptanz. Also ich könnte mir zum Beispiel auch natürlich eine bessere Wohnung mit höheren Kosten leisten, wenn natürlich auch mein Lohn wieder ordentlich wäre, wenn ich nicht als Putzmensch irgendwo für nichts oder als arbeiten müsste mit 2-3 Jobs, was auch viele Studierende manchmal betrifft, die eben keinen Anspruch auf BAföG oder sonstiges haben. Ja, können wir jetzt gerne eine Grundsatzdiskussion machen zu Hartz IV, ja oder nein? Wo das damals 2003, 2004 beschlossen wurde, war es, glaube ich, richtig. Nur, da sind ganz viele Sachen dabei vergessen worden. Hartz IV hätte eingeführt werden können, nur mit Mindestlohn. Das hätte also, die Lohnuntergrenze hätte damals festgelegt werden müssen. Die, die das damals nicht wollten, die Lohnuntergrenze festlegen, den Mindestlohn, waren die Gewerkschaften. Kommen wir jetzt mal, das ist alles 20 Jahre, kommen wir jetzt mal drüber reden, sind keine Geheimnisse mehr. Wir wollten damals einen Mindestlohn, die Gewerkschaft haben gesagt, um Gottes Willen, der Staat hat bei den Löhnen überhaupt da reinzureden, das ist unsere Sache, das ist unsere Sache als Tarifpartner. Problem ist, in Sachsen haben wir jetzt noch 33% Tarifbindung. Also im Gegensatz zum Westen ist ja noch ein Drittel tarifgebundene Unternehmen, die anderen nicht. Das heißt, es hat gar nicht funktioniert, weil die Tarifbindung gar nicht da war. Und man hat sozusagen die relative Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt, Hartz IV, du musst jeden Job annehmen, der dir, ne, unabhängig von Qualifikation oder von Wohnort,
So, man hat das so oft gemacht und dadurch, dass es unabhängig vom Einkommen war, bist du ja gezwungen gewesen, sozusagen jeden Job anzunehmen. So, oder verbleibst du mal einen alten Hartz IV und wirst ein bisschen schwächer oder sowas. Und die Untergrenzen an der anderen Seite waren aber nicht da. Und deswegen ist es also diesen Niedriglohnsektor gekommen. Und dass die Unternehmen und alles das immer weiter ausgenutzt haben, war ja auch klar. So, man hat also gar nicht so weit gedacht, was hätte alles passieren können. Wir haben das Thema, ich sag mal, wie hießen die Dinger, die Ich-AGs gemacht. Da haben sich Leute selbstständig gemacht, die können sich gar nicht selbstständig machen, das ist gar nicht ihre Aufgabe. Die haben dem Handwerk Arbeit weggenommen, die haben zu Dumpingpreisen gearbeitet, das war eine wahnsinnige, das ist alles repariert worden. Also viele Stellen sind zurückgerudert worden, man hat vieles gemacht, also man hat dann schon aus den Fehlern gelernt. Es war damals, bei der Zahl, die es damals gab, fast 5 Millionen Arbeitslose, eine utopische Zahl, wenn man jetzt heute sich das anguckt, war was dringend nötig, da was zu tun. Und wer schon daran erinnert, seid ja fast alle jünger, aber sie ist, glaube ich, damals Deutschland ist der kranke Mann Europas. Und wir haben da wirklich, wirtschaftlich ging es uns damals nicht gut, man musste was tun. Ob das alles richtig war, schwierig. Also man hat viel vergessen dabei damals bei Hartz IV. Das wird jetzt überholt, wir haben in unserem Wahlprogramm, Zukunftsprogramm heißt das, die Abkehr vom Hartz IV drin. Das heißt ja dann, wir gehen ins Bürgergeld, also wo wir dann ja, ein Bürgergeld einführen, wo das unabhängig ist, sondern wo das eben jedem auch zusteht. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Hast du da noch andere Sachen gefragt? Weil allgemein, dass halt Hartz IV muss halt, wie Sie schon gesagt haben, steht drin, muss weg. Genau. Es muss überwunden werden. Ja. Weil die Zeiten sind jetzt auch vorbei. Also man hat den, schon vom Arbeitsmarkt hat man den Druck jetzt glücklicherweise gar nicht mehr so. Wir haben uns richtig entwickelt. Wir haben auch, dadurch, dass man in den letzten 10 Jahren, glaube ich, viele Sachen schon geändert hat, gemacht hat, Mindestlohn eingeführt hat. Wir müssen da noch was machen an Entsenderichtlinien, an den Tarifverträgen. Doch Tarifverträge war, glaube ich, ein großes Thema. Wir müssen Tarifbindung stärken. Die Unternehmen müssen wieder Tariflöhne zahlen. Aber da kann ich den Ball immer wieder zurückschmeißen. Da müssen aber auch die Leute, die Beschäftigten in die Gewerkschaft reingehen. Die müssen auch Gewerkschaftsmitglied werden. Dann hat es ja ersten Sinn. Also es ist immer auf beiden Seiten. Und wenn der Beschäftigte aber denkt, na die 40 Euro im Monat, die kann ich mal einsparen, weil wenn irgendwas mal in die Gehaltserhöhung kommt und die Gewerkschaft hat das gekämpft, das ist ganz klasse von der Gewerkschaft, dann kriege ich die ja auch. Wenn wir so unsolidarisch miteinander sind, brauchen wir uns darüber nicht wundern. Braucht natürlich aber auch eine Reform des Streikrechts, also solidarisches Streikrecht. Es kann nicht immer nur sein, dass halt die Bauern alleine und dann heißt, nee, ihr dürft nicht mit ihnen streiten. Wenn man natürlich öfter mal sowas generell streiten würde, ich meine, die Pflegekräfte können natürlich nie wirklich streiken und dann müsste es dann eben sagen, okay, dann müssen wir eben, was weiß ich, als Bauer für die Pfleger, dann kann man dann, weil man ja generell dann immer sagt, das ist ein Blaskoller von denen jetzt gerade, ne? Das ist ein Blaskoller von denen mit Generalstreik. Das muss aber teilweise, es ist notwendig manchmal. Ja. Es ist ja logisch, man kann ja die Pflegekräfte immer erpressen, indem man sagt, ihr seid so herzlos, wollt ihr die Menschen da in euren Betten da liegen lassen, wollt ihr die Oma da jetzt in der Kacke liegen lassen. Sowas ist ja so. Die können ja nicht wirklich. Die Gesellschaft muss eigentlich so weit sein, dass sie die Berufe, die angeblich so systemrelevant sind, also die wir alle geklatscht haben und die ganz toll und wichtig sind, dass man die so entlohnt, dass sie davon wirklich gut leben können. Das muss uns das wert sein. Und das ist jetzt gar nicht so eine Sache vom Streik, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Sache. Also wo setze ich denn meine Steuergelder ein? Wie mache ich denn das? Und was bin ich denn auch bereit, ich persönlich, als Krankenversicherung zum Beispiel zu zahlen? Oder eine Pflegeversicherung zu zahlen? Das heißt, dieser, auch von meiner Partei, weil es vorhin mal um die Punkte geht, wenn wir immer propagieren, also die Lohnnebenkosten dürfen nicht weiter steigen, weil es muss mehr Netto vom Brutto übrig bleiben. Die Frage ist ja, was ich mit dem Brutto, also was ich da an Abzügen habe, was damit gemacht wird. Da gibt es Einkommensteuer, die geht weg, Steuer, haben wir gerade gesprochen, können wir ÖPNV machen beispielsweise. Da können wir also Schulen, also ist ja nicht nur schlecht steuern. Ne? Und der andere Teil, Sozialversicherungsbeiträge, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, wenn das beim Personal ankommt, ist es doch okay. Dann ist es doch okay, bin ich doch vollkommen einverstanden. Und wer denkt, dass der Pflegeversicherungsbeitrag so bleibt, wie er jetzt ist, der wird sich gewaltig. Erstens steigt die Zahl der zu Pflegenden und wir wollen die Pfleger besser bezahlen. Das wird einfach teurer. Und irgendjemand wird es bezahlen müssen. Entweder die Steuer oder der zu Pflegende, was ich nicht glaube, weil die Beiträge jetzt schon hoch genug sind, oder es bezahlt die Pflegeversicherung. Und dann wird es umgelegt und dann zahlen wir es solidarisch gemeinsam gerne alles selber. Ich würde das gerne jetzt einfach an der Stelle einmal abrunden, dass wir noch ein paar mehr Fragen hier aus dem Publikum durchkriegen. Hier gab es schon eine Meldung. Ich direkt eine Frage, aber wir hatten ein bisschen bei dem Thema Lkw-Verkehr
ob das Thema gefehlt hat, ist ja eigentlich ein Grund. Eine Grundfrage ist das Thema, wie gehe ich einkaufen, wie will ich mich bewegen, wie stelle ich im Internet und so weiter und so fort. Also wenn ich jetzt auf der Autobahn bin oder wenn ich LKWs sehe, hat das ja auch immer was damit zu tun, was ich im Internet bestelle, wie viel ich im Internet bestelle, dass es bei Amazon billiger ist und dass die LKWs fahren, weil der Edeka, der Generation Edeka, eine ganz große Straße voll sein muss und eine neue Sushi-Abteilung kriegt. Also das sind für mich Themen, die halt auch mal angesprochen werden müssen. Wir reden ja nicht nur über den Individualverkehr, der LKW-Verkehr ist ja da, weil die Leute bestellen online ohne Ende. Und ich, oder dass man einkaufen geht, unverpackt, wie auch immer. Solche Sachen sind ja erstmal das Grundproblem. Wir haben heute Tür-zu-Tür-Wahlkampf im Bürgerblock in Bernsdorf gemacht. Die Leute freuen sich, dass ringsum 5 Einkaufsläden sind. Aber ich weiß nicht, wann das letzte Mal jemand, also ich bestelle grundsätzlich eigentlich nicht online, in der Innenstadt bummeln war oder ob man jetzt praktisch online bei H&M oder wo immer bestellt kriegt. Da müssen wir uns alle auch selber nackig machen und überlegen, wie gehe ich damit um. Dann ist der LKW-Verkehr vielleicht auch nochmal einen Tick weniger, weil das spielt ja auch eine Rolle. Und wenn man trotzdem die Leute sieht, also zum Thema Gewerkschaften, ihr könnt gerne mal mit an den Wahlkampfstand kommen oder wir haben auch Bürgeranfragen, die zu uns kommen. Da geht es halt darum, dass die Leute die private Krankenversicherung ändern wollen, die eigentlich von alleine das Solidaritätsprinzip verletzt haben, weil sie die private Krankenversicherung gegangen sind und jetzt auf einmal sagen, sie wollen sie nicht mehr bezahlen, wenn wir das ändern wollen. Oder sie sagen, wenn wir gesagt haben, geht doch in die Gewerkschaft, da haben sie einen Rechtsanspruch auf eine Vertretung, können zum Anwalt gehen, ist dabei und dann ein Jahr lang zurückzahlen sollen. Also ein Jahr lang, also man bezahlt glaube ich 3 Monate nochmal rückwirkend bei Gewerkschaftenbeiträge, dann kriegt man die volle juristische Beratung. Es funktioniert in Sachsen nicht. Die Leute haben ein Problem mit Gewerkschaften, die haben ein Problem beizutreten. Wir kriegen die Leute nicht gefasst. Das wäre schön, weil dann würden die auch schweigen gehen. Aber es funktioniert, ist leider so. Ich würde es gerne ändern, aber in Sachsen, wir haben glaube ich 28.000 Euro Bruttolohn im Jahr. Im Erzgebirge, in Chemnitz sind es 33.000 Euro. Die Leute schimpfen, finden es scheiße, aber sie wollen es auch irgendwie nicht ändern, treten nicht in die Gewerkschaft ein, wie auch immer. Gerne immer mit den Leuten diskutieren, aber dann auch rausgehen und vielleicht auch mal in der Stadt mit den Leuten reden, weil es ist tatsächlich wirklich schwer, in Sachsen Leute dazu zu bewegen. Und wenn wir mit anderen Leuten leben, das Wort Mindestlohn ist ja schon ein Graus für viele hier. Es ist eine Katastrophe für die CDU sowieso in Sachsen. Also kenne ich auch Abgeordnete, die sagen, ich habe Probleme mit dem Mindestlohn immer noch. Es ist eine Katastrophe. Es ist schwierig, ich finde das alles super, aber das ist genau meine Meinung, aber ich habe irgendwie was ändern kann, also man kann es festschreiben, aber wir werden das Problem haben, dass die Mehrheit trotzdem andere sein werden. Und dann sind wir bei Akzeptanz. Oder ich habe auch Hartz IV gekriegt, ich habe jeden Fall für gekriegt, ich war kurz vor meinem Studium alles gemacht. Der Strom muss bezahlt werden. Ich habe ganz viele Leute betreut, ehrenamtlich, die müssen Strom bezahlen, das ist teuer, das gehört nämlich nicht zum Hartz IV. Und dann muss man bei der Inkasso in Recklinghausen anrufen und Ratenzahlung vereinbaren, weil die Leute ihren Strom nicht bezahlen können. Und das muss auch finanziert werden, funktionieren, Akzeptanz und die sind nicht gerade, die haben ein Problem mit dem Wandel und denen muss man es halt erklären. Die machen zu Hause die Heizung den ganzen Tag an. Also muss da ja auch irgendwas passieren, weil die Nebenkosten, das müssen wir nämlich als Stadt bezahlen, Kosten für Unterkunft und Heizung sind und das muss auch irgendwo herkommen, das Geld. Also man muss es halt auch mit Gesprächen, Kommunikation versuchen, wie auch immer, aber von radikalen Sachen, da bin ich auch völlig bei Herrn Müller, funktioniert es nicht. Also man muss es ich weiß nicht, wie ich der alleinerziehenden Frau, Mutter erklären soll, du musst jetzt mal von März bis Oktober die Heizung aufmachen. Ja, aber muss es halt versuchen zu erklären und zu sagen, so und so sieht es aus, weil es muss ja irgendwie, also weil mittlerweile wird es ja tatsächlich bei Hartz IV umgeschlagen zum Teil, also gibt es ja auch Konsequenzen inzwischen. Ich meine, der Herr Saarland zu ihm, der hat gesagt, dass man die Armen mal die Heizung ausmachen soll. Das ist richtig, aber das ist halt auch ein bisschen pauschal, weil es sagt ja nicht jeder. Damit habe ich nichts zu tun. Nee, das wollte ich auch nicht sagen. Gibt es noch weitere Fragen? Weder im Publikum noch in der Bar. Dann würde ich vielen Dank, dass du heute hier warst. Gerne. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch. Fand ich auch, hat Spaß gemacht, danke. Dass wir nicht überall übereinstimmen, war glaube ich schon der Wurst. Aber war feier zu sehen. Ja. Genau. Trotzdem vielen Dank und ja, noch auf jeden Fall alles Gute im Wahlkampf. Viel Erfolg. Genau, viel Erfolg. Und ja.
falls du dann in den Bundestag einziehst, kommen wir dann nochmal. das Angebot würde ich gleich mal machen, so eine Runde können wir gerne nochmal machen. Also ich glaube, es gibt da ganz viele Themen, über die man da reden kann. Na, und also gerade das Thema auch Arbeitsmarkt, wo das mal alles hingeht, auch in diesem Wandel in der Arbeit, da denken wir ja noch gar nicht dran, was es alles noch wird. Ja, sind denn die ganzen Systeme ausfinanziert in den nächsten Jahren? Also es wird ein großes, da kann man ganz viel machen, würde ich gerne nochmal kommen. Also stehe ich gerne zur Verfügung. Wir sind da auch gerne Spaß gemacht. Dabei nochmal so einen Termin zu machen. Dann. Ja. Vielen Dank.